Einen wunderschönen guten Abend zu dem Olympus oder zu dem UM System Day. Ich freue mich ganz besonders, dass ich heute Abend den Abend wieder moderieren darf. Ich freue mich ganz besonders auf meinen Gast, den ich gleich zuschalte. Aber als erstes, wie bei den letzten Livestreams auch, ihr könnt vielleicht, wenn ihr wollt, einfach mal kurz unten hintippen, ob soweit alles okay ist. Ich freue mich heute ganz besonders wieder, den André begrüßen zu dürfen. Wer hier öfter schon mal reingeschaut hat, weiß, dass André schon das ein oder andere Mal bei mir hier zu Gast war. Und André hatte die neue Kamera mit dabei, war mit der neuen OM1 unterwegs. Ich hatte sie auch schon in der Hand. Ich bin gespannt, was André dazu sagen wird. Ich bin gespannt, was ihr dazu. Und ja, vor allem freue ich mich auf euer Feedback. Das heißt, ihr dürft natürlich jederzeit auch gerne nochmal eure Fragen hier in den Chat stellen. Wir haben hier den Chat auf dem Monitor laufen. Das heißt, wir können direkt auf eure Fragen eingehen. Das wäre uns besonders wichtig. Das habe ich eben mit André auch nochmal so besprochen, dass ihr nicht bis zum Ende warten dürft oder müsst, sondern ihr dürft jederzeit. Ich sehe schon hier vom Odenwald über Schweden, Bonn, alles Mögliche ist hier mit dabei. Also das freut mich wirklich tierisch. Ich will gar nicht so viel rum erzählen. Ich würde sagen, wir schalten direkt den André mit dazu. Mal gucken, ob ich mich hier nicht verklicke. André, herzlich willkommen. Schönen guten Hallo Abend in die zusammen. Schweiz. Und ja, ich habe es eben schon gesagt, ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Wir haben eben überlegt, ich glaube, das vierte Mal machen wir jetzt zusammen hier einen Livestream, oder? Ja, genau, das vierte Mal, ja. Ja, heute dreht sich alles um die OM1. Den ganzen Tag gibt es schon jede Menge Livestreams. Hast du auch schon ein bisschen reingeguckt oder wie war dein Tagesablauf heute? Ich habe mal kurz reingeklickt, aber ich war heute doch mehr konzentriert, was ich euch heute alles erzählen möchte über die neue Kamera, über was ich damit erlebt habe und habe mich ein bisschen auf das fokussiert. Aber ich hätte natürlich sehr gern alle Livestreams geguckt, weil ich finde es immer spannend, von anderen Leuten auch etwas zu erfahren und zu lernen natürlich. Genau. Also ich lese hier gerade schon, der Ton ist manchmal schneller als das Bild. Das Video stockt manchmal. Keine Ahnung, der André ist ja schon aus der Schweiz hier zugeschaltet. Wir gucken, dass das alles einigermaßen reibungslos läuft. Aber wie gesagt, schreibt gerne, wenn irgendwas nicht passt, da mal rein. Wir gucken, dass wir die Technik dann soweit hinkriegen. André, bevor wir loslegen, der eine oder andere kennt dich. Es gibt vielleicht noch den einen oder anderen, der dich noch nicht kennt. Ich würde sagen, ich mache dich mal im Vollbild an. Sag zwei, drei Takte einfach zu dir, bevor wir wirklich loslegen mit deinen Erfahrungen zur Kamera. Ja, also nochmal von meiner Seite herzlich willkommen zu unserem Livestream. Mein Name ist André Boss, ich bin Berufsfotograf und ich fotografiere schon länger mit Olympus und dem Micro Four Thirds System. Und ich habe ganz früher mit Vollformat fotografiert und ja, ich möchte euch heute ein bisschen in meine Welt der Wildlife-Fotografie entführen und ein paar neue Bilder zeigen, die ich mit der OM1 gemacht habe und warum ich die Kamera, ja, wie soll ich sagen, es war fast, nein, nicht fast, es war wirklich erste Liebe auf den, also auf den ersten Blick, kann man so sagen. Ja, und wenn ihr schon meine letzten Streams geschaut habt, dann wisst ihr ein bisschen, wie ich fotografiere. Ich habe gerne das Spiel mit Licht und Schatten und mit Gegenlicht und probiere immer etwas mehr aus der Kamera herauszuholen, also zu schauen, wie weit kann ich mit der Kamera gehen, wo sind so die Grenzen damit. Ja. Ja, perfekt. Das hört sich doch schon mal ganz gut soweit an. Wie gesagt, so ab und an hängt der Ton ein bisschen, keine Ahnung, wo das jetzt gerade liegt. Die Verbindung hier sieht eigentlich ganz gut aus. Aber ich denke, das wird sich jetzt im Laufe der Zeit noch ein bisschen einspielen. Falls irgendwas sein sollte, tipp mir das Ganze natürlich auch in den Chat, worüber ich mich auch sehr freue. Ist, dass wir hier 100 Stunden UMDS haben. Das heißt, es ist direkt jemand hier von Olympus im Chat mit anwesend. Das heißt, wenn nachher technische Fragen kommen, die wir als Ambassadoren vielleicht noch nicht aus der Erfahrung kennen, weil wir auch die Kamera bisher nur kurz in der Hand hatten, könnt ihr die gerne in den Chat stellen und wir gucken, dass wir sie entweder hier beantworten oder vielleicht irgendwie nachreichen. Und ja. Ich würde sagen, wir legen vielleicht wirklich mal los mit deinen Max, oder? Sollen wir mal loslegen? Weil ich glaube, Ja. erzählen können wir viel. Wer noch mehr von uns wissen mag, kann die älteren Livestreams gucken. Ich mache hier mal die Präsentation an und wir legen einfach mal los mit deinen, ja, Abenteuern mit der OM1. Ich bin tierisch gespannt, was du sagst. Ich bin sehr, sehr gespannt auf die Features, die du uns vorstellst und noch mehr gespannt bin ich auf deine Bilder. Vielen Dank. Ja, also was mir noch wichtig ist, wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, schmeißt die einfach rein, wenn ihr sie habt, wartet nicht bis ans Ende, weil manchmal ist es schwierig, wieder zurückzugehen und herauszufinden, welches Bild war jetzt gemeint. Also einfach fragt mich und ich versuche euch dann so gut wie möglich das alles zu beantworten.
Ja, ich war unterwegs mit der Kamera und ich möchte euch ein paar Bilder zeigen, die ich gemacht habe, ein paar Erfahrungen austauschen. Und zuerst möchte ich euch nochmal einfach, was für mich persönlich wichtig ist, immer wieder, was für mich eine Kamera ist und was für mich vor allem auch die OM1 ist. Ich versuche auch immer wieder, meine eigene Messlatte höher zu legen. Ich versuche besser zu werden und so eine Kamera wie die OM1 hilft einem oder speziell jetzt mir sehr gut, noch Neues zu probieren und noch weiter an mir zu schaffen und vor allem meine Kreativität zu unterstützen. Und das ist mit der Kamera echt gut gelungen. Aber fangen wir gleich an. Was mir immer wichtig ist, ist die Ergonomie einer Kamera und das wird manchmal ein bisschen unterschätzt und die Fragen drehen sich auch selten darum. Ich halte es kurz, aber ich möchte es einfach sagen, für mich ist es extrem wichtig, dass die Knöpfe am richtigen Ort sind, dass ich auch mit Handschuhen gut bedienen kann, weil ich war wirklich an Orten, da war es extrem kalt. Und ich finde so, ich habe immer die Kompaktheit der EM1 Mark III geliebt, aber auch der Griff, der gute Grip der EM1X. Und für mich ist jetzt so die Kamera eine, man kann fast sagen, eine Sinfonie der Ergonomie von klein, kompakt und trotzdem habe ich den Griff dabei, kann die auch gut mit Handschuhen halten und es ist wirklich für mich ja, vom Aussehen her schon mal eine sehr gelungene Kamera. Aber ich weiß nicht, Thomas, du hast ja auch schon ein Gehirn gehabt. Was hast du schon mit Erfahrung gemacht so bezüglich dem? Ergonomie, also wirklich ein sehr, sehr schöner Punkt. Ich muss gestehen, das ist so ein Punkt, den ich total an den Olympus-Kameras liebe. Also meine allererste Olympus-Kamera, das war vielleicht der Michael Gutmann, der kann vielleicht noch genauer sagen, wann das war. Das war, glaube ich, 99, das war die Olympus E100 RS. Und seit dieser Zeit habe ich immer mal wieder irgendwie Olympus-Kameras in der Hand gehabt. Und ich habe zum Beispiel die E1 damals geliebt für die Ergonomie. Ich finde die EM1 Mark III liegt total cool in der. Was ich bei der EM1X total gerne mag, sind zum Beispiel die Kleinigkeiten wie die gummierten Knöpfe oben drauf, dass man auch mal im Dunkeln irgendwie ertasten kann, auf welcher Taste man sich gerade befindet. Und die, ja, die EM1 oder die OM1, die liegt verdammt gut in der Hand. Das Einzige, wo ich mich noch ein bisschen umgewöhnen muss, aber das ist jetzt wirklich wahrscheinlich nur Gewöhnung. Ich finde es ein bisschen schade noch, dass das Drehrad vorne vom Auslöser weggerutscht ist, weil ich dann halt wieder den Finger ein bisschen bewegen muss. Aber das ist wahrscheinlich Gewohnheit und das wird sich wahrscheinlich in, ja, ein paar Tagen auch wieder ändern. Ansonsten tolle Kamera, wirklich Chapeau, also die liegt wirklich wahnsinnig gut in der Hand. Genau. Ja gut, dann legen wir mal los. Bildqualität heißt für mich nicht nur jetzt Definition und Schärfe in einem Fell oder in Federn zu zeigen, sondern da ich halt gerne mit Gegenlicht spiele, besteht die Bildqualität für mich auch aus dem Hintergrund. Wie stellt die Kamera den Hintergrund dar? Und da finde ich einfach, bei 200 ISO, bei den tiefen ISO-Werten, das sieht wirklich extrem cremig aus. Da gibt es nichts an Grundrauschen. Das ist echt, echt schön, muss ich sagen. Und ich spüre und ich merke, dass da eine Blende mehr vorhanden ist beim Dynamikumfang, speziell auch bei Gegenlichtaufnahmen, dass das wirklich was bringt. Ich muss dazu sagen noch, ich bin mit der Kamera losgelaufen. Und ich wollte mir eigentlich nicht alle Features sofort merken und anschauen. Ich wollte zuerst herausfinden, was kann die Kamera, wo ist sie besser als die X und die Mark III und wirklich das auch zu spüren, bevor ich alles zuerst lese, was die Kamera jetzt wirklich technisch alles drauf hat. Vielleicht noch ganz kurz, wenn ich einmal zwischendrin reingrätschen darf. Du hast gerade schon Technik angesprochen. Wir haben ja jetzt schon öfters das Vergnügen gehabt und vor allem auch öfters schon festgestellt, dass wir, glaube ich, ähnlich ticken, was Technik und Benutzbarkeit der Kamera angeht. Also einige Sachen uns besonders wichtig, andere Sachen gar nicht so. Und da habe ich zwei Punkte, die ich vielleicht vorab noch einmal so ein bisschen in den Raum werfen mag, weil wir es heute Mittag auch schon kurz davon hatten. Du hast bewusst keine EXIF-Daten auf die Bilder draufgeschrieben. Weil wir beide, glaube ich, der Meinung sind, die EXIF-Daten, die bringen halt wirklich nur was in diesem Moment. Das heißt, wenn jetzt hier die EXIF-Daten stehen würden, ich weiß nicht, womit das fotografiert worden ist, ich sage jetzt einfach mal irgendwie 150 mm bei der und der Blende, das bringt wirklich nur in diesem Moment was. Was aber immer Bildgestalten oder wichtig für die Bildgestaltung ist, ist zum Beispiel, mit welcher Blende ist es, warum aufgenommen worden oder wenn Bewegung zu sehen ist, warum mit welcher Zeit.
Also wer da Informationen mag, soll das Ganze bitte auch direkt im Chat erfragen. Also es ist gar kein Thema, dass wir da nochmal ein bisschen drauf eingehen. Und das Zweite ist, wo wir auch schon heute Mittag festgestellt haben, wir werden, glaube ich, keine Technikvorstellung machen. Also wir rattern jetzt nicht einfach alle Features runter, sondern wir wollen wirklich über deine Bilder reden. Und das ist das, was ich hier so schön finde. Es gibt jede Menge Technikblogs, es gibt jede Menge Technikseiten, da kann man die ganzen Daten nochmal alle genau nachlesen. Heute soll es, glaube ich, wirklich um deine Bilder und deine Erfahrungen damit gehen. Und da freue ich mich wirklich sehr drauf. Genau, auch darum, was ich mit der Kamera, wie reaktionsschnell die Kamera ist, weil bei Tieren ist man immer darauf angewiesen, wie schnell kann sie reagieren auf das, was mein Auge sieht. Und gerade bei solchen Bildern wie da, die fliegen einfach los, ohne dass du es weißt. Ich war speziell an Orten dort. Ich hatte auch eine begrenzte Zeit zum Testen. Und dann hat man auch automatisch viel Risiko und muss einfach reagieren können. Und wenn die Kamera nicht mitmacht, dann gibt es halt keine Bilder. Und von dem her, ich muss ganz jetzt am Anfang schon sagen, entweder hat mir die Kamera unglaublich viel Glück gebracht oder sie ist wirklich so gut. Also ich hatte noch nie in so kurzer Zeit so viele Bilder, die wo ich gedacht habe, boah, was will ich noch mehr in der kurzen Zeit? Also das war echt, echt genial. Und ja, speziell auch bei Bildern wie hier, ist nicht mehr ganz einfach, auch für Autofokus, wenn man direkt in die Sonne fotografiert, auch wenn sie noch durch Bäume und Wald gebrochen wird. Also auch hier hat die Kamera immer sofort mitgemacht, weil der steht ja nicht immer stundenlang da und wartet, bis der andere sein Bild gemacht hat, sondern irgendwann ist der weg. Und was Thomas vorher gesagt hat wegen den EXIF-Daten, also ich kann auch jetzt vorweg schon sagen, ich fotografiere zu 95% immer gleich. Fotografiere im Modus A. Das bedeutet, ich wähle die Blende, die Kamera macht den Verschluss und ich stelle einfach den ISO-Wert hoch oder runter. Aber wenn ich Tiere fotografiere, bin ich die meiste Zeit immer offenblendig unterwegs. Also wenn ich beim 300 mm bin, habe ich Blende 4, beim 40-150 habe ich Blende 2,8 und so weiter. Deswegen stelle ich auch fast nie was um, außer das Tier ist extrem nahe, dann ist was anderes. Genau. Ich mache kurz weiter bezüglich Details. Einfach, wenn man auf Tiere wartet, dann kann man auch andere Sachen fotografieren, die ja auch schön sind. Und das ist noch nicht mal ein Bild im High-Res-Modus. Das ist ein normales Bild mit den 20 Megapixeln. Und es war einfach, es ist einfach wieder extrem, extrem detailliert, extrem fein aus. Ist echt, echt cool. Jetzt habe ich schon ein paar Fragen gesehen. Ging auch ein bisschen schnell. Ich habe zwischendrin einfach mal was eingeworfen. Also eine Frage war, wie sehen die JPEGs aus der Kamera aus? Und die andere, oder das war weniger Frage, das war eher so die, ja, ein Statement bei einer Infoveranstaltung zu einer neuen Kamera. Sind die EXIF-Daten schon interessant? In einer Ausstellung eher nicht. Ja. Deswegen Okay. Fragt ruhig, wenn ihr dort irgendwie Brennweite oder Blende irgendwas wissen wollt. André kann ihm jetzt sicher direkt nachgeben. Aber JPEGs aus der Kamera ist für mich auch ein spannender Punkt. Wie ist da so deine Erfahrung? Was würdest du sagen, hat sich da viel getan, so eher im 1 Mark III? Wahrscheinlich schon, oder? Ja, natürlich. Ich muss jetzt auch sagen, ich habe mit RAW fotografiert und mit JPEG. Ich habe aber bewusst bei den JPEG-Files die Rauschunterdrückung komplett ausgeschaltet, weil ich wollte wirklich sehen, was mir die Kamera eigentlich liefern kann. Und wie gesagt, mit dem neuen Sensor, den wir hier haben, da ist JPEG RAW, man merkt wirklich den Unterschied. Also da muss ich nichts euch erzählen, wenn ihr die Bilder seht, das ist, wenn man das 1:1 vergleicht, da hat man wirklich, das ist wirklich eine Kiste mehr, kann man sagen, als vorher. Also das kann ich ganz ehrlich mit euch sein. Gut. Was würdest du sagen, in welchen Details man dort einen Unterschied sieht? Was macht es für dich aus? Was ist jetzt das, die Bilder sind wirklich besser als bei der EM1 Mark III? Ich finde, wir werden es nachher später sehen, wenn wir in die höheren ISO-Werte, ISO-Bereiche vorstoßen, wo es auch auf die Details ankommt wieder. Und ich finde, man sieht es eben, wie gesagt, auch bei den tiefen ISO-Werten wie 200 ISO, dass es einfach sauberer ist, cremiger ist und einfach die Kamera noch viel mehr Details zeigen kann als vorhin. Also für mein Gefühl ist es einfach so, ich habe zwar noch die 20 Megapixel bei einem Bild ohne den High-Res-Modus, aber für mich sind es 20 Megapixel plus. Also ich habe irgendwie wieder das Gefühl, nicht wenn ich die Auflösung berechne, das ist klar, aber einfach so, was mir das Bild liefert, wenn ich es anschaue, habe ich das Gefühl, ich habe mehr davon.
Ja, ich habe es vorher kurz erwähnt. Ich war in den Bergen unterwegs. Ich hatte zwei Ziele. Ich wollte ein bisschen Actionbilder machen, natürlich mit Vögeln. Und ich wollte auch in die Berge gehen, um mal herauszufinden, eben bei Kälte, wie das so funktioniert. Und ich habe mir echt die zwei kältesten Tage ausgesucht, die es gibt. Es war minus 15, ohne den Wind mit einzuberechnen. Also ich hatte, meine Finger haben aufgehört zu funktionieren, bevor die Kamera aufgehört hat. Also es war wirklich echt übel. Also ich ging nach Hause, ich musste zuerst eine warme Dusche haben, bis ich wieder funktioniert habe. Es war echt kalt. Aber die Kamera hat funktioniert und vor allen Dingen, das werde ich später noch beim Bild auch noch erklären, der Akku hat den ganzen Tag gehalten. Also der Akku war von morgen um 6 bis bei Dunkelheit wieder, das war irgendwo 5:30 Uhr, 6 Uhr, hat der komplett durchgehalten mit Filmen, mit Fotografieren, High-Res-Shot, Live-Handy, mit allen Funktionen die ganze Zeit, mit kontinuierlichem Autofokus, hat wirklich super geklappt. Ja. Ja, Webcam-Frage sehe ich da gerade. Ich grätsch vielleicht noch einmal. Genau, also da ist zum Beispiel ein Punkt, der mir besonders gut auffällt, lieber Bernd. Klar geht die Kamera als Webcam. Es gibt ja mittlerweile, weißt du, wie das Tool heißt? Olympus Webcam oder irgendwie so heißt dieses Tool, glaube ich. Aber der große Vorteil bei der OM1, ich sage immer noch EM1, ich muss mich an das OM noch gewöhnen. Bei der OM1 ist wirklich, dass du die Kamera sowohl mit HDMI-Kabel als auch mit USB-C-Kabel betreiben kannst. Also du kannst sie, während du zum Beispiel per HDMI das Ganze nutzt, direkt per USB-C laden. Also von daher, ja, es funktioniert als Webcam und mit der Stromversorgung ist halt auch total klasse. Also von daher funktioniert alles, ja. Danke dir. Gut, und wenn man, ja, ich habe mich nicht gut gefroren, ich habe auch ein paar Bilder gemacht natürlich. Und natürlich, die Tiere kommen zu später Stunde. Die sind am Abend immer auf Futtersuche und suchen meistens die höchste Stelle, wo der Boden halt nicht komplett mit Schnee ja, belegt ist, dass sie noch etwas zu fressen haben. Und ich meine, das Posing vom Tier, das war so. Ja, da kann ich nichts dafür. Das war echt perfekt. Besser kann ein Tier nicht stehen. Aber wenn ich mir so die Feinheiten anschaue im Himmel, im Hintergrund, die schönen Farbabstufungen, das war einfach, ich stand da, habe das Bild gemacht. Das war wirklich nur ein Bild. Also es war kein Serienfeuer, das war ein einziges Bild. Ich habe nur das von diesem Moment und die Kamera hat einfach immer funktioniert. Ich konnte mich darauf verlassen, egal was ich wollte. Ich habe auch hier den neuen Autofokus getestet, das Tracking vom Katz-Hund oder Hund und Katz, je nachdem, was man lieber hat. Hat auch hier funktioniert, muss ich sagen. Obwohl das Tier nicht unbedingt wie eine Katze aussieht, aber mit den Hörnern und so, aber es hat schön auf den Kopf fokussiert. Auch bei schlechtem Licht, das hat also prima, prima geklappt, muss ich sagen. Genau. Und natürlich war es nicht mehr so hell, ist klar, es war um diese Uhrzeit, war praktisch kein Licht mehr da. Aber ich wollte, wie vorhin am Anfang gesagt, testen, wie die Kamera funktioniert, wenn auch wenig Licht da ist. Wie viel Definition bleibt mir noch übrig, wenn ich kein perfektes Sonnenlicht habe auf dem Tier und wenn Schatten da ist. Und ohne jetzt das ganze Bild hochzudrücken mit den Tiefen, würde ich ja den ganzen Himmel auch wieder verlieren. Ich sehe, wenn auf meinem Monitor, ich sehe jedes einzelne Haar von dem Tier, obwohl das auch kein Licht da ist. Also wirklich die Qualität, absolut genial. Und ich war hier nicht bei 200 ISO, das ist klar. Ich war irgendwo bei ISO 640, ISO 800. Also eigentlich wirklich sehr, sehr sauber und sehr, sehr fein. Die Tiere haben schön posiert, habe ich Glück gehabt, muss ich sagen. Der Uwe fragt, ob du die Bilder noch nachbearbeitet hast. Ist da viel dran gemacht worden? Danke für die Frage. Ich hätte es nachher gleich gesagt, wenn sie nicht gekommen wäre. Das ist super, dass ihr das fragt. Ich konnte die RAW-Files bearbeiten mit einem kleinen Trick. Und natürlich muss ich dann die RAW-Files etwas bearbeiten, entwickeln, sage ich lieber als bearbeiten, weil ich habe keine Lust, stundenlang ein Bild zu bearbeiten am Computer. Also ich versuche den Ausschnitt in der Kamera so zu wählen, wie es auch nachher sein sollte. Ich benutze keine spezielle Entrauschungssoftware. Ich mache es im Lightroom so, wie es ist. Und ich habe einfach das Bild entwickelt. Ich habe da nicht jetzt groß rumgeschraubt, muss ich wirklich sagen.
Hier ist nochmal ein Kommentar zu den EXIF-Daten. Ist das Bild mit ISO 200 oder 2000 gemacht? Das macht doch den Unterschied für die Beurteilung oder der Kamera. Allerdings bin ich der Meinung, wenn ich Bilder beurteilen will, wenn ich eine Kamera beurteilen will, kann ich das nicht im YouTube-Livestream machen. Dort habe ich eine Full-HD-Auflösung, dann sollte ich mir die Kamera, die Bilder zu Hause am Monitor angucken. Also von daher, ich denke wirklich im Livestream, André hat ja schon gesagt, mit welcher ISO-Zahl das Ganze hier angenommen worden ist, in einem Livestream über YouTube ist das Ganze nochmal so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Aber ich glaube, André, du zeigst die Bilder auch sonst wo im Netz auf deiner Webseite. Genau. Ich glaube, wenn man dich nett fragt, kann man die auch mal in größerer Auflösung sehen und dann kann man da, glaube ich, wirklich viel, viel mehr dazu sagen. Also ich habe die Bilder auf der Webseite, das ist ungefähr, was sind die, 2000 Pixel, glaube ich, oder so. Und dann sieht man schon etwas. Aber ich habe, wie gesagt, noch Bilder, die mit höheren ISO-Werten fotografiert worden sind. Und die sehen wir dann auch später. Auf jeden Fall. Genau. Ja, auch hier wird die ähnliche Szene wie vorhin. Wir haben wenig Licht und auch diesbezüglich Autofokus, da ist auch was gegangen mit der Lichtempfindlichkeit. Finde ich auch, habe ich spürbar gemerkt, dass auch mit den 300 mm bei Blende 4 hatte ich das Gefühl, dass es einfach, dass das Ganze zügiger ging, auch bei wenig Licht, dass, wenn die Kamera funktioniert, fokussiert hat, meine ich. Genau. Ja. Also das ist auch eine Erfahrung, die ich jetzt am Wochenende gemacht habe, fokussieren im Dunkeln generell. Autofokus, ich finde ihn wahnsinnig schnell und wahnsinnig treffsicher. Ich persönlich habe ihn natürlich auch bei Porträts ausprobiert mit der Gesichtserkennung. War ich wirklich sehr, sehr begeistert, was sich dort alles getan hat. Das ist schon spürbar merkbar, also wirklich deutlich merkbar. Genau, da also spürt man den Unterschied in der Geschwindigkeit und auch in der Genauigkeit, muss man sagen. Genau. Genau, eine schöne Überleitung zum Thema Autofokus. Wie gesagt, wir hatten ja das, die Vogelerkennung hatten wir ja schon in anderen Kameras, in der X. Und ich habe auch da das Gefühl, dass es hier noch eine Spur schneller geht bei der Vogelerkennung. Ich habe das Gefühl, vorher habe ich so gemerkt, okay, er analysiert den Vogel, dann den Kopf und dann das Auge. Und jetzt geht es einfach in einem Zug ratzfatz direkt auf das Auge. Und ich kann auch bei den Bildern auch sagen, was mir aufgefallen ist bezüglich des Autofokus-Systems, warum das für mich schneller ist. Bevor wir da hinkommen, noch ein Bild hier. Man kann ja neu auch die Vogelerkennung benutzen mit dem Single-Autofokus, nicht nur mit dem kontinuierlichen. Das wollte ich auch testen. Bin dann in den Wald gelaufen und habe versucht, den da durch die Äste zu fotografieren, trotzdem noch irgendwie einen Rahmen zu geben mit dem Baum. Und hat also wirklich, also das war noch dunkel, da war kein Sonnenlicht da, hat also wunderbar funktioniert. Und bei so Bildern muss es halt immer schnell gehen, das ist klar. Und also wirklich, ich bin vom Autofokus, bin ich echt begeistert. Das kann man nur so sagen. Hier nochmal zu der Frage von Christian, ist das mit dem Tieraugen-Autofokus gemacht? Hat sich, glaube ich, auf zwei Bilder vorn dran bezogen. Aber generell bei den Tieraufnahmen benutzt du immer den Tierfokus oder bist du auch mal, ich sag mal, normal am Fokussieren ohne die Motiverkennung? Ich habe mir die Motiverkennung extra auf eine Taste noch gelegt. Für mich war die Taste vorne jetzt unten an der Kamera bequemer, mit dem Mittelfinger zum Beispiel. Und ich habe da getestet mit dem kleinen Feld, also mit dem Einzelfeld, mit den neun einzelnen Punkten drin, habe ich gute Resultate gemacht. Ich habe auch gute Resultate gemacht mit der automatischen Tiererkennung. Ich kann jetzt euch gar nicht sagen, was besser ist. Es gibt einen Erfahrungswert, den ich jetzt auch noch nicht habe. Ich habe die Kamera auch nicht so lange, was jetzt bei welcher Situation besser funktioniert. Was ich aber generell sagen kann, ist, dass die Tiererkennung noch besser funktioniert als vorher. Und ich bin sie definitiv gerne am Nutzen, vor allem dann, wenn die Vögel sich auch bewegen. Also wenn ich nicht immer Zeit habe, den Fokuspunkt genau immer zu verschieben, weil das ist meistens immer das Problem, wenn der Vogel fliegt, dann fliegt er. Und dann habe ich nicht noch Zeit, den Autofokus da genau auf den Kopf zu stellen. Und bei solchen Aufnahmen auch wie hier, das war wirklich fast bildfüllend. Also mit einem 300 mm das zu fotografieren, da muss der Autofokus ziemlich schnell reagieren, speziell wenn das Tier nahe ist. Da hast du keine Zeit und die Kamera auch nicht. Ja, sehr schön. Und auch hier wieder die Details und der Hintergrund. Also mach das Bild mal nochmal einmal im Kurs. Ja, noch, genau. Ja, wie gesagt, also ich bin auch hier, klar, bei diesen Aufnahmen, dann muss ich mit dem ISO nicht groß raufgehen, das war klar, mit so viel Licht kann ich den ISO unten halten.
Aber trotzdem, was die Schnelligkeit betrifft, wie schnell die Kamera das Tier scharf stellen konnte, das ging echt, echt fix. Was ich bei diesem Bild sagen muss, ich habe oder ihr kennt bei den anderen Kameras, kennt ihr ja die CF-Empfindlichkeit. Man kann hier auf plus 1, plus 2, minus 1, minus 2, je nachdem, was man fotografieren möchte oder wie schnell sich das Objekt bewegt. Ich hatte von Anfang an, egal ob das jetzt die X war oder die Mark III, habe ich gewusst, okay, Vogel im Flug, ich mache mindestens die Empfindlichkeit plus 1 oder plus 2. Und ich habe es bei der OM1 vergessen. Muss ich zu meiner Schande gestehen. Ich hab's vergessen einzustellen, weil ich musste nicht. Weil es hat einfach funktioniert. Und was die Gefahr immer ist, wenn man die Empfindlichkeit hochstellt und dann, ja, der Autofokus, der kontinuierliche, der sucht ja die ganze Zeit. Der ist ja nie still, wenn man drauf drückt. Und das ist manchmal auch gefährlich, wenn der Vogel dann wirklich still sitzt. Dann ist er dann vielleicht zu nervös und deswegen habe ich das am Anfang gleich auf Null gelassen, also auf der Standardeinstellung, wie die Kamera, wie sie euch geliefert wird. Und Du hast wahrscheinlich nur den Menüpunkt noch nicht im neuen Menü gefunden. guter Punkt zum neuen Menü. Ich habe mich im neuen Menü schneller zurechtgefunden als im Ja, alten. Also das war echt, definitiv. ging ziemlich Also ist wirklich schnell. auch mir aufgefallen, das neue Menü ist wirklich tipptopp. Ja, was ich im neuen Menü noch. Kannst du hier zum. Ja. Ja, Entschuldigung, erst dein Satz, Nee, ist Entschuldigung. okay, ist okay. Der Rolling Shutter, nö, habe ich nie gemerkt, Rolling Shutter. Ich hab Bilder mit, ich habe die 50 Bilder pro Sekunde genutzt. Nur einmal, weil es nicht funktioniert hat, sondern einfach, weil die Bilderflut ist enorm. Also wenn ich da 5 oder 6 Sekunden meinen Finger auf dem Auslöser lasse, bei 50 Bilder pro Sekunde, dann viel Spaß. Dann hast du, und es funktioniert wirklich gut. Also ich hatte irgendwie 300 Mal dieselbe Aufnahme und es war alles gut. Es war so, welche nehme ich jetzt? Was mache ich jetzt damit? Ich habe es vielleicht auch im falschen Moment getestet. Es gibt immer für jede Funktion den perfekten Test, aber Genau. ich habe den Rolling Shutter, den habe ich nicht bemerkt. Aber den hatte ich auch schon vorher nicht bei meinen Aufnahmen bemerkt, muss ich sagen. Es hängt ja auch immer sehr, sehr stark wirklich vom Motiv ab. Ich glaube mal, oder ich behaupte einfach mal, bei so einem Vogel wirst du wahrscheinlich gar nicht sehen, ob da irgendwas verzeichnet ist durch einen Rolling Shutter-Effekt. Da gibt es vielleicht Motive, wo man das noch ein bisschen besser und ein bisschen Ja, mehr sehen kann. Aber ich ja. glaube, das ist schon auch hier wieder ein gutes Stück besser geworden, zu den älteren Kameras, die ja auch nicht so verkehrt waren, was das angeht. Genau, was jetzt viele vielleicht denken, ja, bei so einem Bild, das ist der Hintergrund ja einfach für die Kamera, der Vogel ist ja schön freigestellt, das geht ja einfach für den Autofokus. Ja, aber wie ihr an den Flügel erkennen könnt, habe ich hier nicht eine Verschlusszeit von 2000, 2500 oder mehr gehabt, sondern ich war hier in der Region von einer 640. Sekunde, was doch ja nicht ganz ungefährlich ist, wenn man mitzieht mit dem Objektiv und der Kamera, muss man schon dieselbe Geschwindigkeit haben wie der Vogel. Aber ich war erstaunt auch hier wieder. Ich war extrem nah am Objekt und mit 300 mm. Natürlich muss ich auch schneller sein, um den Vogel noch zu finden und zu treffen. Aber ich hatte eine Chance und die Kamera hat funktioniert. Und das ist so das, was ich meine, was ich vorhin gesagt habe. Ich werde besser mit der Kamera, weil sie einfach alles mitmacht. Und auch hier hatte ich eine Chance. Ich habe genau gewusst, ich muss bereit sein, wenn er fliegt. Ich habe abgedrückt und es hat geklappt. Das ist einfach eine neue Freiheit, die ich vorher so zwar auch hatte, aber manchmal, je nach Lichtsituation, habe ich einen Versuch mehr oder noch einen benutzt oder verwendet, um das Bild dann zu machen. Kannst du hier was sagen, für den Christoph, was die höchste ISO-Zahl war, die du jetzt bei deinen Bildern dort mitgenutzt hast? Ihr werdet das nachher noch sehen, wo meine Grenze ist. Ich sehe, ich bin etwas heikel, wenn es den ISO anbelangt, muss ich sagen. Ich bin da etwas, ich habe früher, war mal so mein 1600 war cool für mich, war gut, habe ich gemacht. Ich ging dann schon noch weiter oben, wenn es sein musste. Aber nicht so gerne. Und das nicht mal wegen dem Rauschen, sondern einfach auch wegen dem Dynamikumfang, der geht ja dann auch in den Keller. Und ich neu, muss ich ganz ehrlich sagen, ihr werdet es nachher noch sehen, ich habe
Bilder mit 5000 ISO gemacht und das ist kein Problem. Also ich mache das und überlege nicht. Ich nehme 6400 ISO, ohne mit der Wimper zu zucken, und mache die Bilder. Also es ist wirklich, das mit den zwei Blenden Stufen mehr rauschfreie Bilder oder weniger Rauschen, das kann ich also wirklich so bestätigen. Das ist wirklich effektiv so. Hast du auch den CAF mit Telekonverter und einer langen Brennweite ausprobiert? Hier war nochmal eine Frage, speziell jetzt zum 300 und den zum 1,4er Telekonverter. Das habe ich gemacht. Ich muss mal schauen, ob es gleich das nächste Bild ist. Ja, das kommt nachher. Ich habe den verwendet. Ich werde dann noch darauf zurückkommen, wenn das Bild kommt. Ist eine spezielle Situation und ich weiß, warum die Frage kommt. Wegen der Geschwindigkeit des Autofokus natürlich, die ja durch den Konverter ein bisschen reduziert wird. Das ist klar. Wir springen kurz zum nächsten Bild. Ja, ich liebe halt die Stimmung. Ich kann nichts dafür. Ich liebe Gegenlichtaufnahmen. Auch hier die Möwe flog direkt auf mich zu. Die kam nicht aus der Sonne, aus dem gelben Bereich, die kam aus dem Dunkeln, aus dem Schwarzen oben. Und ich musste eigentlich mit der Vogelerkennung wirklich nichts mehr tun. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mich auf meinen Bildausschnitt kümmern und die Kamera machen lassen und weitergehen. So blöd es jetzt klingt. Oder so faul, wie es jetzt klingt. Das funktioniert wirklich tipptopp. Aber wir gehen jetzt zu der Konverterfrage. Wir sehen nachher mal am Schluss nochmal so ein Bild, das ähnlich ist. Das Bild ist das hier. Und zwar, wie man ein Bild erkennen kann, es ist vor Sonnenaufgang oder kurz davor. Auch hier wieder Gegenlicht. Und wenn ich mir den Graureiher anschaue, wo der Kopf liegt oder der Körper liegt, dort gibt es kein Licht. Also das ist echt, es war dunkel. Dieses Bild habe ich gemacht mit dem 300mm 4.0 plus dem 1,4 Konverter und ja, soll ich sagen, hat funktioniert. Also man holt auch wieder mehr aus dem Konverter raus, weil einfach der Sensor mehr Qualität hat, die Bildqualität ist höher, der Autofokus ist schneller, deswegen hat man mit den Konvertern auch wieder mehr Luft nach oben, um auch wieder dort bessere Resultate zu erzielen. Aber natürlich, das ist immer noch so, Objektiv mit zusätzlichem Konverter, der Autofokus wird ein bisschen langsamer. Das ist einfach so. Aber wie ihr das Bild sehen könnt und ich auch gespürt habe, es geht deutlich besser. Ich hoffe, ich habe die Frage so beantwortet. Mit Sicherheit. Also wenn, kommt bestimmt nochmal irgendwo eine Nachfrage, aber ich denke, das sollte doch schon mal dazu passen. Genau. Hier ist nochmal eine Frage. Ja. Vielleicht magst du was dazu sagen. Vielleicht kann der Michael was dazu sagen. Das ist eher jetzt ein bisschen technischer. Wieso macht der Konverter den Autofokus langsamer? Also für mein einfaches Verständnis als Nicht-Techniker, wenn ich ein weiteres Stück dazwischen hänge, ist der Informationsaustausch auch langsamer. Also das ist für mich meine einfache Erklärung als Fotograf jetzt. Wenn ja die Kamerainformation vom Autofokus durch eine Schnittstelle muss und dann statt durch zwei, ist es für meine Logik etwas langsamer. Aber das kann, wie gesagt, Michael vielleicht besser oder präziser beantworten als ich. Genau, vielleicht kann Michael da dazu noch irgendwas mehr tippen. Wir fotografieren, wir kümmern uns weniger um die Technik. Genau. Für uns muss die Technik erstmal nur funktionieren. Das tut sie. Aber das mit dem Konverter ist wirklich so eine Geschichte. Ich habe mit Konvertern so eine Hassliebe, weil es ist mir so oft passiert, dass ich jedes Mal, wenn ich gedacht habe, so, und jetzt, André, machst du den Konverter ran, jetzt machst du es, tust du es mal wieder, jedes Mal, aber wirklich jedes Mal passiert dann etwas, wo ich denke, wieso habe ich jetzt den Konverter raufgeschraubt? Und es ist jedes Mal einfach so, wirklich, wie gesagt, eine Hassliebe. Einerseits will ich es und dann denke ich wieder, warum habe ich es gemacht? Das war falsch. Und guck mal, hier kommt direkt schon die Antwort von Michael Gutmann hinterher. Durch den Konverter wird die Lichtstärke des Systems geringer und der AF-Sensor bekommt weniger Licht und wird deswegen langsamer. Kurz und knackig erklärt. Vielen Dank, Michael. Dankeschön. Genau. Ja, und ich muss dazu sagen, es gibt viele Bilder, die ich plane. Also wenn ich irgendwo hingehe, ich entscheide immer vorher, zu welcher Uhrzeit gehe ich, wohin gehe ich. Ich checke vorher ab für die Aufnahmen, was für Lichtverhältnisse könnten mich antreffen. Und ich gehe auch vorher Locations auschecken, um zu verstehen,
kann ich die Aufnahme überhaupt realisieren? Hier hat es viel mit Beobachten zu tun. Wer die Blässhühner kennt, die sind ständig am Zicken, die streiten die ganze Zeit. Noch schlimmer, wenn sie um ihr Revier kämpfen müssen und um die Brutplätze. Und ich habe so ein Bild schon immer gewünscht, weil ich wusste, die streiten immer, aber bei normalen Lichtverhältnissen sieht man das nicht so gut oder kann es nicht so gut darstellen. Aber bei Gegenlicht mit schwarzem Wasser und wenn die Sonne da noch so von links ein bisschen reinscheint, so diagonal, dann kann man mal sehen, mit was für Energie da ja ständig am Rumkämpfen sind. Und das war für den Autofokus nicht so eine einfache Aufnahme, weil ich war doch relativ nahe an der Wasseroberfläche. Und wenn wir so viele Richtreflexionen haben, dann ist der Autofokus nicht ganz schwierig zu wissen, ja, wo soll ich denn jetzt überhaupt hin? Also will ich auf das Wasser vorher, wo auch ein bisschen heller ist, oder soll ich hinten, wo die Spritzer sind und so weiter? Und auch hier war ich überrascht, weil es war auch wieder eine Situation mit einer einzigen Serie, mit, was weiß ich, 8 oder 10 Bilder pro Sekunde, und es hat geklappt. Und ich war wieder voll einfach überrascht, dass es einfach mit einem Mal gleich funktioniert hat. Genau, was ist hier? Kommt der neue Sensor? Ja, also ich muss jetzt sagen, ich finde APS-C-Sensoren jetzt nicht so einen großen Unterschied zu MFT-Sensoren. Persönlich, das ist meine persönliche Meinung. Wenn wir jetzt überlegen, wir haben APS-C-Sensoren mit 24 Megapixeln oder mehr und unseren Sensor mit 20, also ja, also es ist nicht jetzt so extremer Unterschied. Von dem her, ich habe schon mal eine Frage erhalten per Mail wegen genau dem gleichen Thema. Das ging auch um APS-C. Und ich denke mir, da haben wir, also ich denke, ich bin jetzt stinkfresh und sage, wir sind sogar noch besser. Also mit der neuen Kamera muss ich echt sagen, ich zeige noch, die Bilder kommen. Ich weiß, ihr wartet alle auf die Low-Light-Bilder und die kommen, keine Angst, die kommen noch später. Die Haptik. Hier ist noch eine Frage nach der Haptik. Genau. Was meinst du dazu? Ist sie mit der EM1X vergleichbar? Ist sie ähnlich? Ist sie besser? Ist sie schlechter? Was ist deine Erfahrung? Ja, jetzt kommt natürlich darauf an, ob man viel Hochformat fotografiert oder nicht. Wenn man viel Hochformat fotografiert, hat man natürlich mit X ein wenig Vorteil von Haus aus, da halt der Batteriegriff gleich im Gehäuse drin ist quasi. Das kann man mit der OM1 natürlich auch dazu bestellen, dazu kaufen. Grundsätzlich, ohne jetzt ständig Hochformat zu fotografieren, finde ich die Ergonomie genau gleich wie bei der X. Also ich finde, wie gesagt, der Griff ist größer, sie liegt extrem gut in der Hand, genau das, was ich von der X immer geliebt habe. Und mir bei der EM1 Mark III und auch bei der 2 so ein zu wenig war. Es war auch gut, aber die X war genau deshalb so gut, wegen dem großen Griff. Und das ist jetzt so eine Kombi bei der OM1, finde ich. Und die ist wirklich sehr, sehr gut gelungen, muss man sagen. Und die Ergonomie der OMD-Kamera war schon immer gut. Und jetzt ist es noch ein Stück mehr. Das ist eigentlich schon eine große Leistung, ja. Als ich jetzt am Wochenende dieses Workshop-Video mit der Kamera gedreht habe, war irgendwie so meine Einleitung dazu, irgendwie ist alles gleich geblieben, es ist nach wie vor eine Olympus, sie liegt nach wie vor super gut in der Hand, aber alles ist einen Tacken besser. Genau, so kann man sagen. Also wir könnten hier noch x Sachen aufziehen, eben das Menü, der neue hochauflösende Sucher, die längere Akkuzeit, das ganze Handling, es gibt noch x Features in der Kamera, die genial sind, und dann kommen wir noch dazu und ja, ich find's wirklich eine überragende Kamera. So, jetzt kommt das, was mich schon alle gefragt haben. Alle warten, Lowlight. ich musste natürlich, bevor ich das Fuchsbild gemacht habe, muss ich beim Kameratest natürlich mir denken, okay, ich will ja das Lowlight testen, wo gehe ich da am besten hin? Und ich habe da so meine Stelle in der Nähe von mir, wo ich genau weiß, dass wo bei Sonnenuntergang oder nach Sonnenuntergang noch Tiere da sind, wo ich auch wirklich das gut testen kann, also mit Bokeh, mit Lichtern, mit unscharfem Hintergrund, wo man das Rauschen einfach gut sieht. Weil wenn ich jetzt ein Tier vom Wald fotografiere mit viel Struktur, dann sieht man das Rauschen eher weniger, und hier kann man es relativ schnell erkennen, ob es rauscht oder nicht. Nochmal, ich nehme kurz die Frage vorweg. Ja, definitiv. Also die Fokusfelder, das macht sich bemerkbar, definitiv.
Vorher war das Einzelfeld ja so eher ein Rechteck anstatt ein Viereck. Das war das Einzige, was ich nicht so toll fand. Ich hatte lieber so, wie gesagt, ein Viereck gehabt, weil du kennst das, Thomas. Wenn man ein Porträtbild macht und dann mit offener Blende arbeitet und die Ecken des Fokus dann immer irgendwo an der Nase oder hinten hängen und nicht auf dem Auge, dann bleibt nur noch Option 1, entweder manuell oder Option 2, das kleinste AF-Feld zu nehmen und dann immer direkt ins Auge zu fotografieren. Und jetzt mit dem neuen hat man einfach viel mehr Optionen. Also wie gesagt, das einzelne Feld hat noch 9 einzelne Felder drin und das ganz einzelne Feld ist ein mini, mini, wirklich ein Mini-Feld und genauer geht es fast nicht. Und man kann neu zusätzlich den ganzen Sensor benutzen für die Autofokusfelder. Also es gibt, man hat alle Optionen offen eigentlich jetzt. Also man kann nicht mehr sagen, ich habe zu wenig Autofokuspunkte, weil, sind wir ehrlich, 1000 Auto, über 1000 AF-Felder, also das sollte eigentlich genügen. Gut, gehen wir weiter mit Lowlight. Hier habe ich die Zahlen gleich hingeschrieben. Wie gesagt, ich habe die Bilder bearbeitet, ich habe sie entwickelt in Lightroom, aber ich entwickle das, was mit der Kamera möglich ist. Ich mache hier nichts Künstliches mit einer Denoise oder Entrauschungssoftware, sondern es ist wirklich das RAW-Bild, das ich entwickelt habe. Und man würde hier auch sehen, wenn der Unterschied vom roten Bereich in den dunklen Bereich, dort würde man das Rauschen am besten sehen. Wenn man das Bild auf meiner Webseite anschaut, es ist ein Grundrauschen da. Es ist noch ein Rauschen da. Aber es ist okay. Es ist 2000 ISO. Wie gesagt, wir reden hier nicht von 200. Und für mich ist das völlig okay. Und es ist nicht nur das Rauschen, das zählt, sondern auch noch die Konturen des Vogels, das ich noch habe. Das ist nichts ausgefranst. Das ist alles noch sauber, schön, scharf, alles. Und ich habe da versucht, ein bisschen mit der Möwe zu spielen. Die ist zum Glück ein bisschen da geblieben für mich. Und prompt, als dann schwarz war, flog sie auch weg. Die war genauso lange da, wie ich es gebraucht habe. Das war noch witzig. Das Bild ist 2500 ISO. Und auch hier kann ich euch sagen, ich weiß, es ist ein Livestream. Es ist nicht so klar wie das Bild jetzt auf einer Webseite oder sonst. Aber es ist wirklich 2500 ISO habe ich vorher so mit Vorsicht benutzt. Ich habe gewusst, eigentlich will ich nicht unbedingt das verwenden, aber ich muss. Und jetzt mache ich mir keinen Gedanken darüber. Ganz ehrlich, ich stelle 2500 ISO ein oder mehr und ich kümmere mich nicht mehr um die Qualität. Kann ich ganz so sagen. Ich mache es einfach. Hier ist nochmal eine Ja, Frage für genau, dich. stehst. Ja. Genau, so kann man das sagen, ja, genau. Exakt. Habe ich so gemacht. Also zuerst noch auf die Festplatte exportiert und dann ins Lightroom gezogen. Genau. Aber mit dem Weg über OM Workspace oder ohne Workspace? Weil letztendlich das, was Lightroom macht, würde ja Olympus Workspace auch machen. Genau. Ich habe es über Olympus Workspace gemacht zuerst, aber auch dort ohne Entrauschungssoftware. Also da gibt es ja auch ein neues Tool, das dabei ist. Aber das habe ich so einfach dort geöffnet, exportiert und dann im Lightroom aufgemacht. Das hat aber damals mit den RAW-Files zu tun. Also da würde ich mal tippen, dass die Bilder mit Sicherheit bei dir auch auf der Webseite zu finden sind, Genau, oder? genau. Nicht jetzt alle, aber viele der Bilder, vor allem die entscheidenden dann mit den höheren ISO-Werten, die findet ihr auf meiner Webseite, genau. Da gibt es auch eine spezielle Unterrubrik mit dem Test, mit der OM1. Könnt ihr alles nochmal lesen und nachschauen und mich auch fragen natürlich. Gut, und jetzt zum, das nächste Bild. Ja, Moment, machen wir die Frage noch? Nee, habe ich Finde nicht ich übrigens sehr gemacht. schön, dass so viele Fragen kommen. Also immer her damit, ihr dürft uns gerne fordern. Nee, wie Der gesagt, Haken war nicht nein, gesetzt. der war nicht Okay. gesetzt. Nee. Definitiv nicht. Weil das hat nicht der Grund war, weil ich es nicht gewusst habe oder weil ich nicht eigentlich wollte, sondern ich wollte meinen Bearbeitungsprozess so halten wie mit den anderen Kameras. Dass ich einfach genau dasselbe mache und daher die genau selben Voraussetzungen habe wie mit der X, mit der Mark III und das genau eins zu eins vergleichen kann. Würde ich dazwischen
einen anderen Weg einbauen, dann wäre es für mich nicht mehr der gleiche Vergleich. Deswegen habe ich es auch nicht gemacht. Ich wollte es versuchen, möglichst so gut wie es ging, den exakten Vergleich haben. Und ich habe auch deswegen ähnliche Bilder versucht zu machen, die ich vorher gemacht habe, um auch zu sehen, bei den ähnlichen Stimmungen, wie verhalten sich die Kameras. Genau. Gut, zum ISO 5000. Warum ISO 5000? Warum nicht ISO 6400? Warum nicht höhere ISO oder weniger? Das hat ein bisschen mit der Zeit zu tun, wie das Bild entstanden ist. Also ihr müsst euch vorstellen, ich war letzten Abend in den Bergen unterwegs. Ich habe meinen Rucksack schon umgeschnallt. Ich hatte aber noch das 300 mm mit der Kamera angesetzt, quasi in der Hand. Es war noch eingeschaltet, weil man darf nie die Kamera verstauen irgendwo, bevor man beim Auto ist, im Hotel, zu Hause. Es kann immer was passieren. Und genau so ist es auch passiert. Also ich bin nach Hause gegangen, es war schon relativ dunkel, die Sonne war eigentlich schon weg. Und ich sah links im Augenwinkel, sah ich irgendetwas vorbeiflitzen. Da habe ich gedacht, das kann doch gar nicht sein. Und es gab genau, der Moment war so ungefähr 10 Sekunden ungefähr, wo ich den Fuchs gesehen habe. Und von diesen 10 Sekunden war der ungefähr 3 oder 4 Bilder, war er genau auf der Kante an der perfekten Stelle, um das Bild zu machen. Deswegen 5000 ISO, weil ich hatte nicht die Zeit, um zu denken, was für ein ISO-Wert nehme ich jetzt oder welche Blende oder welche Verschlusszeit. Ich hatte nur gewusst, okay, es ist dunkel, ISO rauf, weil ich will das Bild haben, unbedingt. Und ich habe einfach angesetzt, ISO-Knopf gedrückt, gedreht, rauf und Bild abgedrückt und geschossen. Das war nicht geplant. Das war einfach wieder so ein Moment, wo ich nachher gedacht habe, das gibt's gar nicht. Also wirklich 3 Bilder waren da drin und es hat funktioniert. Und ich kam nachher nach Hause, habe das Bild angeschaut mit 5000 und gedacht, okay, wenn das so funktioniert, dann ist das super. Und was noch dazu kommt, der Akku war praktisch leer. Und meine Erfahrungen von anderen Kameras, nicht nur Olympus-Kameras von früher von der Zeit, wenn der Akku leer ist, also ich meine mit leer, der hat rot geblinkt. Da war nicht ein Strich oder zwei, der war im roten Bereich. Der war bei dem Bild im roten Bereich und der Autofokus war trotzdem schnell. Es war trotzdem alles, auch bei Kälte, es hat super funktioniert. Und das ist genau das, was ich bei einer Wildlife- oder Tierfotografiekamera suche, egal wie kalt, egal was passiert, egal wie spät es ist, wie dunkel, ich kann das Bild immer noch machen. Und das ist für mich das Bild, was nicht nur den meisten Wert hat, sondern auch den emotionalsten Wert, weil so einen Moment erlebt man nicht oft, dass man genau in dem Moment da ist, wo auch der Fuchs dieselbe Strecke läuft. Also das war echt ein riesen, riesen Zufall. Hier ist nochmal eine Frage, vielleicht kannst du was dazu sagen. Hat sich SCP auch verändert wegen neues Menü? Uff. Ja, für mich nicht. Also, für mich eigentlich nicht, nee. Und hier noch eine Frage zum Sucher. Wie hat sich der neue Sucher bemerkt? Der ist übrigens echt gut. Also von dem bin ich sehr, sehr begeistert. Absolut. Der Sucher, der ist, es hilft vor allem sehr gut, wenn man eben also Objekte, die sich schnell bewegen, fotografieren muss, den nachziehen muss. Es ist einfach klarer, es ist schneller und also ich muss sagen, der Sucher ist echt, auch bei solchen Situationen hier, was war echt eine, es ist nicht mehr so, ich würde nicht sagen ermüdend für die Augen, aber es ist einfach, es ist angenehmer zu fotografieren, es ist viel, viel, viel schöner. Nein, genau, Hier ist nochmal die AI-Rauschunterdrückung, zu die wurde nicht verwendet, genau, habe ich nicht Ja. gemacht. Also ich blende jetzt hier mal noch so zwei, drei Fragen ein, weil im Moment kommen gerade ganz, ganz viele Fragen. Genau, Moment noch. Bei der X-Witter. Nein, habe ich nicht die Erfahrung gemacht. Ich habe das Gegenteil die Erfahrung gemacht. Der Akku hat rot geblinkt und es lief einfach immer noch. Also ich habe irgendwann gedacht, jetzt muss er dann bald zu Ende sein und es war immer noch Restwert da. Aber da muss man dazu sagen, bei Kälte können die Werte der Kamera schwanken. Also es kann immer passieren, dass wenn es noch kälter ist, dass der Akku auf einmal, bei der Kamera habe ich es noch nicht gemerkt, weil wie gesagt, ich war nur 2 Tage in der Kälte, zum Glück. Aber es kann gut sein, dass wenn die Temperatur schwankt, auch die Anzeige etwas schwanken kann. Das habe ich aber auch bei anderen Kameras festgestellt.
So, eine lange Spannende Frage. Frage. Das ist die Frage, die wahrscheinlich jeder wissen mag. Muss ich mir eine OM1 kaufen, wenn ich eine EM1X oder eine EM1 Mark III habe? Also ich bin ja immer der Meinung, bei vielen Dingen, gerade im Hobbybereich für uns Fotografen, haben ist manchmal besser als brauchen. Das ist das eine. Also von daher, ich glaube aber, ich habe dieselbe Frage die Tage schon mal bekommen und meine Antwort war ja unbedingt, weil sie ist schon wirklich deutlich besser geworden. Das Handling ist anders, das Menü ist toll, es gibt neue Features, der Autofokus ist ultraschnell und ich würde nicht lange warten, bis ich mir sie kaufen werde. Also von daher, meine Empfehlung wäre ja. Wie siehst du das? Ja, also zuerst muss ich sagen, also die X und die Mark III ist deswegen keine schlechte Kamera. Also Genau, die Kameras, die X und die definitiv. Mark III, die machen ihren Job auch sehr gut. Die machen auch, ich habe mit der, eben, ich bin Berufsfotograf, ich habe bis jetzt, wie auch du, wir verdienen unser Geld mit diesen Kameras. Da war alles gut bis jetzt. Die OM1 macht einfach vieles noch besser, was vorher schon gut war. Also das muss man echt so sagen. Genau. Die OM1, wie gesagt, ich könnte hier ein Feature nach dem anderen hinlegen. Es ist einfach, es ist nicht immer, wie viele Leute denken, ah, ich kaufe mir eine Kamera wegen dem Megapixel oder wegen dem Autofokus oder wegen der Tiererkennung oder weiß der Geier was. Ich kaufe eine Kamera wegen dem kompletten Paket, wegen dem System, was sie bietet. Für mich ist eine Kamera nur dann komplett, wenn alle Bereiche, die mir wichtig sind, abgedeckt werden. Da ist nicht nur der Megapixel wichtig, da ist nicht nur der Autofokus wichtig, das ganze Handling, Ergonomie, Autofokus, Bildqualität, wie schnell komme ich zu meinem Resultat, wie ist das System mit dem Objektiven, all das ist für mich wichtig und da ist für mich einfach erst vor Olympus, jetzt OM System, einfach eine Stufe mehr als alle anderen, wenn es für mich um Wildlife geht. Definitiv. Also das kann ich genauso unterschreiben, wie du sagst. Wir nutzen die Kameras täglich. Bei mir läuft jetzt hier eine EM1 Mark III als Webcam. Es läuft eine EM1 Mark II. Also auch die ist bei mir noch im Einsatz. Eine X habe ich leider nicht. Die ist mir zu groß für das, was ich mache. Aber es sind so viele Kleinigkeiten, die es einfach noch runder und noch entspannter machen zum Arbeiten, was so den täglichen Betrieb angeht. Wie ich eben schon gesagt habe, es ist jetzt nicht für mich jetzt, nicht jetzt die große neue Kamera, die alles anders macht, sondern es ist nach wie vor eine OMD, es ist nach wie vor eine Olympus-Kamera, auch wenn jetzt OM-System draufsteht, sie ist von der Bedienung genauso, sie ist aber in vielen Dingen noch besser geworden. Also ich finde es zum Beispiel schön, dass das neue Menü ist wirklich wahnsinnig, dort sind viele Sachen versteckt, die Arbeit unheimlich einfach machen. Der Autofokus ist für mich ein Punkt, was ich toll fand, man hat neue Möglichkeiten, mehr Funktionen auf die Tasten zu packen, also auch dort das Individualisieren ist einfacher. Sie macht viele Kleinigkeiten noch viel, viel besser, wie es vorher schon war. Und wie du schon sagtest, die EM1 Mark III und die EM1X sind dadurch mit Sicherheit nicht schlechter geworden. Aber wer das Geld hat, wer mit liebäugelt, sollte echt gucken, weil es ist wirklich eine sehr, sehr schöne Kamera. Absolut, genau. Und ja, wie gesagt, nochmals zum Wiederholen, die 5000 ISO war ein Zufall. Hätte auch weniger, mehr sein können. Ich hatte nicht die Zeit zum Überlegen. Ich habe einfach einmal einen Anschlag gedreht. Bis es einfach oben war und es hat funktioniert. Und das soll auch so sein. Wenn ich fotografiere, die Einstellungen sind mir nicht immer so wichtig. Ich will den Moment haben, ich will dabei sein, ich will das auch erleben und auch ein wenig genießen und vor allen Dingen nachher etwas erzählen können über das Bild und nicht nur, wie ich in der Kamera die Einstellungen gemacht habe. Das ist so meine Philosophie ein bisschen. Genau, ich habe vielleicht hier noch eine Sache, weil hier öfters jetzt schon in den Kommentaren die Frage auftaucht, warum funktioniert der Panasonic-Bildstabilisator nicht mit Olympus zusammen und das ist doch alles blöd und hier und da und dort. Letztendlich, das sind zwei verschiedene Marken. Auch wenn du irgendwie in Audi fährst, kannst du nicht das Getriebe von BMW reinschrauben, auch wenn das Ding vier Räder hat und vier Türen hat. Da macht jeder so ein bisschen sein eigenes Ding. Jeder möchte so ein bisschen seine Kundschaft irgendwo bedienen. Jeder sucht sich die Geräte raus, die für ihn zum Vorteil sind. Das ist vielleicht so ein bisschen der Grund, warum das nicht funktioniert, aber du kannst trotzdem noch deine Linsen an die OM1 schrauben und du kannst den internen Bildstabilisator benutzen. Das macht deine Linse nicht schlechter. Also von daher, du musst auf den Sync IS verzichten, aber der Bildstabilisator der OM1 ist wahnsinnig gut, auch ohne IS-Sync. Von daher, probier es mal aus, nimm dir die Kamera Test & Wow, wird sie demnächst ja auch verfügbar sein und probier es einfach mal mit einer Sonic-Linse aus. Ich behaupte einfach mal, es wird die Linse nicht schlechter machen. Genau, also der Bildstab ist ein guter Punkt. Wir hatten vorher gesagt, was besser ist, wurde noch besser gemacht. Also der Bildstab ist noch mal besser geworden. Obwohl, also ich meine, es war vorhin schon extrem gut. Ich habe vorhin schon Bilder mit
eine Sekunde bis 2 Sekunden Freihand gemacht, was ich mir vorher nie hätte vorstellen können, überhaupt das zu probieren, zu versuchen, mit einer Sekunde Freihand ein Bild zu machen. Also das war Wunschdenken vorher. Ja, definitiv. Was das angeht, so lange Belichtungszeiten, ich finde das immer faszinierend. Du stehst dort mit deiner Kamera, du hältst alles an Luft, was man anhalten kann, versucht ruhig zu stehen, löst aus und merkst, wie du so langsam vor- und zurückwackelst. Ich finde das so faszinierend, dass dann immer noch total scharfe Bilder möglich sind. Ja. Das fasziniert mich wirklich sehr dabei. Das stimmt, absolut, genau. Hier ist nochmal eine Frage, MFT-Hardware oder auch Vollformat, hast du, glaube ich, eben schon mal so ein bisschen beantwortet. Ich habe, also wenn ich jetzt ganz, ganz, ganz weit zurückgehe, meine Anfänge in der Fotografie, habe ich angefangen mit APS-C, mit Vollformat und jetzt lange nicht mehr Vollformat. Also ich habe nur MFT, ich habe nur Olympus, jetzt OM-System zu Hause, sonst nichts. Weil wie gesagt, für meinen Bereich, was ich tue mit der Tierfotografie, sehe ich persönlich jetzt für mich, meine ganz persönliche Meinung, keinen Grund, warum ich Vollformat nehmen soll. Ich weiß, da gibt es andere Meinungen, aber das ist meine persönliche Meinung. Ich bin absolut happy mit MFT und ich könnte mir nichts Besseres vorstellen. Wechsel mir mal das Bild. Ich mache das direkt mal wieder in groß. Genau, auch hier habe ich mehrere Versuche gestartet mit dem High-Res-Modus. Ich muss zu meiner Verteidigung sagen, ich habe das vorher echt nur mit Landschaftsbildern verwendet, weil nicht, ich fand es gut, auch vorher, aber bei Tieraufnahmen war einfach die Zeit, die die Kamera benötigt hat, das Bild zu berechnen, etwas lange, weil bei Tieren weiß man nie, was passiert und man will den Moment nicht verpassen. Wenn dann die Kamera in dem Moment etwas rechnet, wenn etwas passiert, dann ärgert es mich dann einfach. Und deswegen habe ich ihn nur bei Landschaftsaufnahmen verwendet. Aber jetzt, da die Berechnung extrem schnell ist, habe ich gesagt, ich gebe dem nochmal eine Chance und habe es versucht und es waren echt, sind echt gute Resultate rausgekommen. Ich könnte das Bild rechts auch noch weiter croppen, habe ich jetzt wegen dem Ausschnitt nicht gemacht, weil sonst wäre der Schnabel weg oder rechts die Federn wären weg. Ich habe gedacht, ich behalte noch einen einigermaßen schönen Ausschnitt bei. Aber wie gesagt, das ist ein Tier, der steht nicht immer still, obwohl die Tiere können gut lange stillstehen. Aber kleine Bewegungen im Kopf, im Körper, die finden immer statt, auch wenn ein Vogel ruhig steht. Und ja, also ich finde, klar ist ein Livestream, aber man sieht die Definition, man sieht alles. Und da macht für mich der High-Res-Shot wieder absolut Sinn. Und ich werde den definitiv bei allen Tierporträts, die ich in Zukunft mache, also Tierporträt ist für mich, Tier steht still, auf dem Baum, Vogel oder sonst ein Tier, werde ich den High-Res-Shot definitiv versuchen, weil das geht jetzt echt fix. Ich grätsche noch mal einmal ganz kurz mit einer Frage rein. Sorry dafür. Wird die OM1 auch in den ultimativen Olympus Online-Kurs aufgenommen? Die Sachen sind schon abgedreht, die sind gerade im Schnitt und der Online-Kurs wird um die OM1 ergänzt. Also es wird ein Rundum-Paket. Es ist wirklich alles erklärt. Das Fotografieren kam am Wochenende zu kurz. Wir haben wirklich jede Funktion erklärt und wirklich dazu gepackt. Also ist in Arbeit und kommt demnächst. Gut. Auch hier, wenn ihr das Bild dann später auf meiner Webseite anschauen möchtet, dann seht ihr gerade bei so Bildern, wo man viele feine Details sehen kann, in den Bäumen, in den Sträuchern, überall im Schilf. Das ist einfach echt cool, wenn man dann diese Option nutzen kann, auch bei Tieren. Das ist echt cool. Jetzt steht hier aus der Hand, also alle Bilder, die vom High-Res-Shot sind, die ihr seht, die sind mit 50 Megapixeln aus der Hand fotografiert. Weil ich bin nicht Freund des Statives. Ich bei Tierfotografie, bei Landschaft kann man diskutieren, aber bei Tieren habe ich einfach immer die Freiheit, den Winkel sofort zu ändern, die Position sofort zu ändern. Und ein Stativ schränkt mich immer ein bisschen in meiner Kreativität, in meinem Blickfeld ein. Aber das ist meine persönliche Meinung. Eben, ich wollte ein Bild machen, das mit High-Res wirklich etwas, was man etwas sieht. Genau bei diesen feinen Details, die Natur hinein gibt, sieht man echt die Qualität des High-Res-Shots, echt, echt gut, muss man sagen. Aber bezüglich Qualität habe ich noch eines mehr. Und zwar
Das war auch ein Bild aus den Bergen und mir hat einfach gefallen, wie der Neuschnee auf den Bäumen lag, wie es kalt war, wie der gefroren ist. Und das Licht kam schön von der Seite, was gleichzeitig auch einen schönen Kontrast, einen Gegensatz gegeben hat. Und das war auch wieder 50 Megapixel aus der Hand mit dem, das war das 40-150 mm, genau. Mein Lieblingsobjektiv in den Bergen übrigens. Das ist meine Lieblingslinse. Wenn ich jetzt hier reinzoome, dann seht ihr sogar noch die Spuren der Tiere im Schnee, die da beim hellsten Punkt ja, nach runter, nach hochgelaufen sind, wie auch immer. Also man kann hier echt ins Bild reinzoomen noch und man sieht jedes einzelne Detail. Für mich, ich weiß nicht genau, an was es alles liegt, das weiß der Michael vielleicht auch besser als ich, aber für mich durch den neuen Sensor wieder ist mit der Qualität des Hi-Res-Shots wieder auch eine Schippe mehr gegangen. Ich habe auch hier wieder für mein Empfinden mehr Qualität als vorher. Hier ist noch eine Frage, ich werfe die schnell mal nochmal ein. Wie schnell lässt sich der Alf von der Motiverkennung umstellen? Du kannst zum Beispiel die Motiverkennung mittlerweile auf eine Taste legen. Also das fand ich sehr, sehr Genau, praktisch. genau. Du bist wahnsinnig schnell, was das angeht. Absolut, genau. Das habe ich auch so gemacht. Ich habe mir zwei Tasten belegt, die unten vorne an der Kamera. Eine war der Hi-Res-Shot, ein und aus. Und die andere Taste war eben die Motiverkennung gedrückt halten und mit dem Rad dann den Modus wählen an oder welche Funktion man halt will, Katz, Vögel, Hund, Auto, was auch immer. Nächste Frage, genau. Ja, der ist definitiv besser. Also der funktioniert einen Zacken schneller. Also der Vogelerkennungsmodus aufs Auge, der ist echt schneller gegangen. Das ist nicht so wie vorher. Es war vorher schon, ich habe gute Resultate damit gemacht. Wie gesagt, nochmal, also auch mit der X, mit der Vogelerkennung habe ich gute Bilder gemacht. Es ist auch einfach auch hier Stufe schneller. Die ganze Zeit, bis die Kamera berechnet hat und aufs Auge geht und scharf stellt, das ist einfach ein Tick schneller. Hoffe, die Frage ist so geklärt. Mit Sicherheit. Gut, ja, ich als Stativmuffel, kann ich sagen, habe hier trotzdem mal das Stativ ausgepackt, weil hier aber auch bei einem Bild speziell geht es einfach nicht ohne Stativ. Wenn man 60 Sekunden lang belichtet, dann wird es Freihand ein bisschen schwierig, außer man steht auf sehr kreative Sachen. Dann klappt es auch ohne. Und hier habe ich echt versucht, ja, wirklich mal das Maximum herauszuholen. Denn ich habe gewartet, bis ein Tag war. Da hat viel Wind gehabt, es war schlechtes Wetter. Und wenn ihr solche Aufnahmen macht, dann wartet wirklich, bis viel Wind da ist. Auch wenn weniger Wind da ist, auch mit 60 Sekunden sehen die Wolken dann einfach nicht so aus wie jetzt. Und wie gesagt, hier mit Stativ, mit dem 7-14 mm, mit der OM1, mit dem ND64, 60 Sekunden lang belichtet. Alles in der Kamera direkt fertig gemacht. Ich habe nachher noch das RAW entwickelt und es sieht so aus. Ist für mich ein riesen Mehrwert. Ich muss keine Filter mehr mittragen und jeder, der schon mal Graufilter verwendet hat, der weiß ganz genau, was die Nachteile sind, außer dem Effekt. Je stärker der Filter ist, man muss manuell scharf stellen vorher, man kann nicht mehr den Autofokus verwenden, weil es zu dunkel ist. Man hat beim Weißabgleich Probleme, weil die einen geben einen grünen Blaustich, was auch immer. Die Schärfe nimmt ein wenig ab, je nach Qualität des Filters, weil einfach ein weiteres Glas bedeutet eventuelle Qualitätseinbußen. Und von dem her ist für mich ein eingebauter ND-Filter, also was die Kamera selber berechnet, eigentlich nur ein Vorteil. Hast du bestimmt auch schon probiert, oder? Definitiv. Also ich liebe total den ND-Filter in der Kamera. Wie gesagt, Arbeitsziel bei mir ist ja die EM1 Mark III. Die kann ja in Anführungszeichen nur ND32. Und was ich aber sehr faszinierend fand, vor, weiß nicht, 10, 14 Tagen, 14 Tagen vielleicht, auf der Olympus Instagram-Seite war ein Link zu, ja, wie heißt der Spanier. Nicht Ambassador, Foto Moisho heißt, glaube ich, seine Instagram-Seite. Und der hat noch einen Aspekt in den Raum geworfen, über den ich mir vorher noch nie Gedanken gemacht habe, was aber halt definitiv zutrifft. Und zwar auch bei dem Live-ND-Filter werden ja mehrere Bilder überlagert. Das heißt, auch hier nimmt das Rauschen wieder ab, weil du einfach mehrere Bilder miteinander verrechnest und du hast ein bisschen mehr Dynamik, Umfang und, und.
Und das fand ich ein sehr, sehr spannender Aspekt und seitdem benutze ich den noch viel, viel lieber. Muss ich auch mal drauf achten. Ich habe da jetzt, ja, muss ich sagen, habe ich auch zu wenig darauf geachtet. Aber da weiß vielleicht Michael auch mehr, wie stark die Auswirkungen hier sind mit eben mit dem Rauschen und der Verbesserung der Dynamikumfang. Aber auf jeden Fall, für mich ist es immer so, wenn ich ein System habe, dann will ich einfach, ich will immer noch möglichst wenig Equipment mitnehmen. Also ich habe nicht immer alles dabei. Ich habe wirklich meine zwei Hauptlinsen dabei, das 40-150, das 300mm 4.0. Nicht, dass die anderen Objektive schlecht sind, überhaupt nicht, aber man hat so als Fotograf seine Lieblingstools dabei, wo man einfach genau weiß, wie die funktionieren. Man ist einfach, wie es ist, das ist, du weißt, wie das ist. Man hat einfach seine Liebe zu gewissen Linsen. Und wenn ich dann noch weniger Material zusätzlich mitnehmen muss, eben wie Filter, Stative, Gewinde und so weiter, wenn man in die Berge geht, dann fallen noch mehr Sachen an, wie zum Beispiel ein Zelt, eine Matte, ein Schlafsack und so weiter und so weiter, dann ist jedes Ding, jedes Gramm eigentlich definitiv zu viel Equipment. Definitiv. Und bei mir kommt ja oft noch dazu, wir haben, auch das haben wir eben schon gehabt, also das Thema Faulheit. Es ist ja nicht nur das Schleppen von dem Filter, sondern du musst ihn ja auch irgendwie nochmal draufschrauben. Und da bin ich oft schon viel zu faul dafür und Rechteckfilter und reinschieben und. Das ist mir alles schon viel zu aufwendig. Und gerade der Live-ND-Filter, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt 60 Sekunden belichte, sondern vielleicht ein bisschen kürzer oder irgendwas, Live-Filter, Bildstabilisator in Kombination, ohne zu schleppen, ohne extra fummelig noch was drauf zu machen, ist wirklich eine großartige Sache. Also was ich halt oft mache, ist so ein bisschen fließendes Wasser darstellen. Gerade bei uns im Schwarzwald, Wasserfälle oder irgendwas. Du brauchst jetzt nicht unbedingt 60 Sekunden zu belichten, aber das sind schon wieder Motive, die du dann wunderbar aus der Hand fotografieren kannst und das macht halt wirklich echt Spaß. Genau, ist gut, dass du das Thema noch einmal anschneidest mit frei aus der Hand. Wir haben in der Kamera einen neuen Freihand-Assistenten. Wenn ihr die Kamera mal besitzt, müsst ihr den unbedingt mal versuchen. Das ist noch recht spannend, das anzuschauen. Also ich fühlte mich da in den Jahren ein bisschen zurückversetzt. Das ist ein Assistent, der eigentlich, wenn ich jetzt das richtig verstanden habe, einem hilft, wann man das Bild machen soll, also wann der beste Moment ist, des Stabilisators, um dann das Bild zu schießen. Oder wie hast du das, hast du das auch so verstanden, oder? Also im ersten Moment hat es mich, wie du sagst, damals an Atari und das berühmt-berüchtigte Pong-Spiel erinnert. So ein bisschen sieht es aus. Ich muss gestehen, ich weiß noch nicht so ganz, wie und ob ich das für mich verwenden werde, weil ich auch so ein bisschen der Meinung bin, es lenkt mich ein bisschen ab bei der Motivsuche oder beim Fotografieren oder beim Schnellsein. Aber ja, dadurch kannst du halt sehr schön ausbalancieren, wann der Effekt von dem Bildstabilisator am größten ist und damit arbeiten. Je nachdem, was man macht, macht das mit Sicherheit Sinn. Genau, also noch eine weitere, man kann sagen, eine weitere Unterstützung, wie man die Kamera noch besser nutzen kann. Dazu noch ist mir was eingefallen bezüglich Menüfunktion. Das ist auch eine Funktion, die man im Menü jetzt gut findet, weil sie ja eben alles besser angeordnet ist oder logischer angeordnet ist. Ich hatte früher mich immer geärgert, und das weißt du sicher auch, weil du filmst ja auch viel. Wir hatten das Focus Peaking und die Focus Peaking Farbe. Und das war immer in unterschiedlichen Menüs. Und am Anfang habe ich gedacht, das kann es doch nicht sein, das muss doch im selben Menü sein. Und das haben wir geschafft. Genau. Mit vielen anderen Dingen ist jetzt alles am selben und richtigen Stelle. Autofokus ist Autofokus und alles ist da drin. Und manuell auch. Also das finde ich wirklich sehr, sehr schön aufgeräumt. Und was mir auch gut gefällt, die Funktion, du kannst hier dein My-Menü anlegen, kannst hier deine Funktion so zusammenbauen. Genau. Und es gibt sogar mittlerweile eine Funktion, dass du sagen kannst, wo fängt das Menü oder wo wird das Menü aufgeklappt, wenn du die Menütaste drückst. Das heißt, du kannst sogar direkt in das My-Menü springen und das ist wirklich echt eine sinnvolle Funktion. Ja. Ja, und das My-Menü ist eigentlich das Einzige, was ich verwende. Ich benutze weder der C1, 2, 3, ich habe nie was dort abgelegt, einfach weil ich immer mein System habe, weil ich eigentlich immer gleich fotografiere, egal ob es jetzt eine Landschaft ist, ein Tier, ein Mensch, eine sonstige Situation. Aber das My-Menü finde ich echt cool, dass man aus verschiedenen Menüs sein eigenes zusammenstellen kann und dann doch dort seine Einstellungen abgelegt hat. Das gibt es auch schon bei den anderen Kameras, bei der X und bei der Mark III. Dass man dort sein eigenes Menü zusammenstellen kann. Müsst ihr mal versuchen, wenn ihr es nicht gemacht habt, ist echt cool und es hilft, alles wieder zu finden. Ja. Hast du Focus Practice
Bracketing ausprobiert? Focus Stacking plus Bracketing? Nein, leider muss ich echt sagen, alles, was Makro angeht, hatte ich, ja, hatte ich, hatte, hätte vielleicht Zeit gehabt, aber ich habe mich jetzt einfach anderen Dingen gewidmet, weil ich die Kamera einfach nur begrenzte Zeit zur Verfügung hatte, konnte ich einfach nicht alles so testen, wie ich wollte. Und wenn ich etwas teste, dann möchte ich es eigentlich richtig testen, dass ich auch etwas darüber erzählen kann. Und für das fehlte mir einfach die Zeit. Sorry. Ja. Was ich aber auch schön finde, auch Focus Stacking und Bracketing ist jetzt einfach viel schneller zu erreichen durch das neue aufgeräumte Menü. Ja, es gibt nicht Jetzt wird mir gerade so ganz viele schön, dass es Etagen, ja. regnet. Genau, also es ist wirklich einfach aufgeführt und schnell zu erreichen und auf Tasten zu legen. Also das hat mir dabei sehr gut gefallen. Aber ich muss gestehen, mit dem Makro habe ich es nicht ausprobiert. Aber ich denke, es wird auch sicher noch ein besser funktionieren als vorher, bin ich ganz sicher mit all den Sachen, die wir jetzt neu haben. Hier noch eine Frage zum Live-ND-Filter. Von, Funktioniert beim ja. elektronischen ND das Verschwinden lassen von Leuten an belebten Orten? Ja, das funktioniert Ja. genauso gut wie beim Glas vorne. Also es ist natürlich, ich hatte auf diesem Steg eine Frau, die war immer schön am Hin- und Herlaufen und die ist nicht mehr da. Also die hat sich, man muss natürlich auch, ich habe natürlich nicht das Bild gemacht, wenn sie gerade stehen geblieben ist. Ich habe das Bild gemacht, wenn sie in Bewegung war. Das mit den 60 Sekunden, dass man sie eigentlich nicht mehr wahrnimmt. Aber das funktioniert eigentlich genauso gut wie mit einem Ja. Glas vorne auch. Also ist kein Problem. Genau. Wieder eine spannende Frage. Kannst du wahrscheinlich was dazu sagen? Genau, also ich habe, wie gesagt, die Bilder vorhin mit dem Hi-Res-Shot habe ich alle aus der Hand gemacht. Ich habe natürlich die Bilder nur gemacht, wenn die Vögel stehen, nicht wenn sie fliegen, das ist klar. Wobei, müsste ich mal probieren, vielleicht gibt es einen schönen Effekt. Aber ja, genau, ich habe alles Freihand gemacht und ich hatte immer gute Resultate und es funktioniert wirklich. Eben, wie gesagt, ich habe es vorher nicht verwendet, weil ich einfach Angst hatte, immer einen Moment zu verpassen bei Tieraufnahmen. Und weil ich wusste einfach, das ist so, es sind Nuancen, dass wenn sich ein Tier bewegt, dass man eine leichte Bewegungsunschärfe hat. Und wenn dann die Bilder zusammengesetzt werden, dann sieht man das sofort. Und es geht einfach alles einen Zacken schneller. Und deswegen finde ich es eine super Option, jetzt bei Tierporträts mal richtig da reinzuzoomen und auch dann die Details zu zeigen. Aber das ist für mich eine, ja, um das abzuschließen, eine andere Art. Ich habe ihm gesagt, wenn ich Porträts mache von Tieren, dann will ich wirklich ein ausdrucksstarkes Tierporträt haben. Das eine ist die Definition, die Schärfe, die Details, die man hat mit höherer Auflösung. Aber ein Tierporträt muss auch einen direkt ansprechen, sei es die Position des Tieres, sei es der Hintergrund, die Farben, wie es einem in die Kamera schaut. Das ist wie beim Menschen auch, den man porträtiert. Es muss etwas wiedergeben. Man muss sich muss verstehen, was es für ein Tier ist oder was für ein Mensch das es ist. Genau. Genau, aber funktioniert tipptopp. Also alles Freihand gemacht, 50 Megapixel, kein Problem. Jo, genau, die Überleitung habe ich ja vorhin gesagt, klein und leicht. Ich konnte das 540, wie soll ich sagen, das 40-150 4, ich meine, man sieht jetzt das Verhältnis Body und Objektiv. Es ist einfach extrem klein. Und ich habe viele Bekannte und Kunden auch, die viel bergsteigen, die viel unterwegs sind in den Bergen. Wie ich vorhin gesagt habe, man hat dort einfach keinen Platz noch für die Riesen, sonst noch Sachen und Filter und so weiter. Und je kleiner das Objektiv ist, ist für sie einfach umso besser. Und für mich ist das 40-150 einfach. Ja, wie soll ich sagen, ein super Reise-Teleobjektiv, weil die Qualität ist identisch mit dem 40-150-2.8, aber es ist einfach, kann man sagen, es ist die Hälfte kleiner oder noch weniger? Es ist schon ein gutes Stück kleiner und das macht es für mich sehr, sehr spannend, gerade in Verbindung mit dem 1245. Also, das finde ich eine sehr, sehr schöne Genau. Reisekombination. Auch gerade zum Beispiel an der EM5 oder so, die ja ein bisschen kleiner, ein bisschen handlicher ist. Habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, die Kombination mit der EM5, aber ich könnte mir halt wirklich vorstellen, dass das halt wirklich eine kleine Reisetasche, Städtetrip, einfach mal am Wochenende losziehen, das 1245 rein, das 40-150 Blende 4 rein. Und ich glaube, das ist eine wahnsinnig spannende Kombination. Und die Bildqualität, also
ich persönlich finde, dass das steht dem 2.8er nicht wirklich viel nach und das macht es echt spannend, das Objektiv. Nee, und eben, es ist eine Pro-Linie, das ist genau gleich mit Spritzwasser, geschützt, Staub und alles und dieselbe Vergütung vorne, also das ist einfach super, mega praktisch und klein. Genau, definitiv, ja. Ja, ja. Dann wann war es das eigentlich von meiner Seite mit den Bildern? Ich bin natürlich jetzt noch für Fragen hier, jetzt könnt ihr nochmal richtig alles mich befeuern mit Fragen, wenn ihr noch etwas habt. Natürlich auch das letzte Bild war nochmal mit der UM1 geschossen. Da kommt doch, genau. Genau, also schießt gerne noch alles an Fragen los. Wir sind noch ein kleines bisschen online. Generell erstmal so von meiner Seite vielen Dank für die wirklich schönen Bilder. Es macht immer echt tierisch viel Spaß, deine Bilder anzuschauen, egal was für technische Daten dahinter stecken. Ich mag dein Licht-Schattenspiel. Ich finde deine Libellen im Gegenlicht. Also es sind wirklich großartige Sachen und es macht mir immer wahnsinnig viel Freude, das Ganze anzuschauen. Und vor allem finde ich bei den Olympus-Livestreams, ich mache mit einige Livestreams, finde ich immer wirklich schön, dass viele, viele Leute fragen und das. Also auch dafür von meiner Seite an die Leute, die zugucken, vielen, vielen Dank. Und erstmal auch an OM System, an OMDS, vielen, vielen Dank, dass wir schon wieder hier zusammensitzen dürfen und das Ganze immer fleißig machen dürfen. Jetzt gucken wir erstmal nach euren Fragen. Passen ja auch die Konverter? Ich muss die Frage jetzt an Michael weitergeben. Ich muss gestehen, ich weiß es nicht. Ich glaube aber, sie passen. Das war die einzigste Einschränkung. Bist du dir da sicher? Weißt du da irgendwas? Nee, da muss ich echt, das muss ich jetzt an Michael weitergeben. Das ist mir jetzt, wenn er schon zuhört, sage ich jetzt lieber nichts Falsches. Genau. Er tippt auch schon fleißig, sehe ich hier. Er sagt zumindest mal was von den Daten. Ab wann? Hier ist vielleicht noch eine Frage, die was für dich wäre. Funktioniert das dann auch bei stärkerem Wind? Ich vermute mal, es geht um den High-Resolution-Shot. Wie ist da deine Erfahrung, was Wind oder so leichte Bewegungen angeht? Ja, das ist natürlich, ich habe mal ein Baumbild gemacht, wo der Wind leicht drin war. Wind, das sieht man natürlich sofort. Das ist klar. Ist natürlich hat auch ein bisschen abhängig, wie schnell die Verschlusszeit eingestellt ist. Ob das man das noch ein bisschen korrigieren kann, dass man es nicht so offensichtlich sieht. Aber ich sage es jetzt mal so, es muss nicht immer auf einem Landschaftsbild alles scharf sein. Genau. Man kann auch mal, ich sage jetzt mal, ich fantasiere jetzt mal, man steht an einem schönen See, das Schilf bewegt sich im Wind und man kann auch dann ein schönes Bild hinzaubern, wenn man dem Betrachter des Bildes einen Eindruck gibt, auch da zu sein. Und das kann man machen mit Bewegung, mit Stimmung und da muss nicht immer alles bockstille sein. Aber klar, wenn es viel windet, dann sieht man das natürlich, das ist klar. Jetzt noch eine Frage. Habe die EM1X mit dem 40-150-2.8, wechsle zur OM1. Gute Entscheidung, gratuliere dazu erstmal. Würdest du das 40-150 Blende 4 anstelle der 2.8 verwenden für Tier- und Landschaftsaufnahmen? Ich vermute mal auch da, es kommt immer so ein bisschen auf die Rahmenbedingungen an. Genau. Musst du viel schleppen, musst du viel wandern? Absolut. Wie ist das Licht vor? Qualität, ich denke, da bist du wahrscheinlich im Vorfeld gut überlegen. Also wenn es um Qualität geht, keine Frage. Also ich würde das, ich würde da keines der Objektive als besser oder schlechter einstufen. Ich finde, wir machen beide ihren Job extrem gut. Es hat ein bisschen zu tun, was man fotografiert, ob man viel im Wald unterwegs ist und wirklich angewiesen ist auf jede Lichtstärke. Dann natürlich 2.8, wenn man sagt, hey, ich habe mein Reiseobjektiv, ich bin auch unterwegs, wenn es gutes Licht hat und das ist mir egal, ob es Blende 4, Blende 2.8 ist, dann ist das Blende 4 auch völlig in Ordnung. Also wie gesagt, es gibt beide Objektive für beide Anwendungen und es ist wirklich damit abhängig, was ihr fotografieren möchtet. Aber hier kommt auch eine passende Antwort dazu, die fand ich ganz witzig. Wenn man einen 40-150-2.8 hat, dann gibt man das nicht her, das ist verboten. Ja, das 40-150 ist wirklich ein phänomenales Objektiv. Ich benutze es, wie du auch, André, wahnsinnig gerne. Aber wie gesagt, gerade absolut. Reise, Städtetrips, eine kleine Tasche. Wenn ich irgendwie, keine Ahnung, ich bin oft in Paris unterwegs zum Fotografieren. Wenn ich dort in Paris unterwegs bin, dann hätte ich manchmal gerne ein bisschen längere Brennweite, aber ich mag auch nicht unbedingt so viel mitschleppen. Und dann ist es halt wirklich eine sehr, sehr schöne Ergänzung. Und ich würde jetzt nicht sagen, besser, schlechter, sondern ist eine Ergänzung. Ich werde oft gefragt, ich habe schon das 45mm 1.8, muss ich mir dann noch das 1.2, weil es
noch besser ist, aber dann kann ich ja meinen 1,8er verkaufen. Nein, weil es so klein ist. Also auch da, die ergänzen sich beide total gut und ich glaube, so ist das hier auch ähnlich. Ob man den Luxus von zwei Objektiven braucht, das muss jeder für sich selber entscheiden. Genau, aber das ist auch der Grund, warum sie die Serie mit der Blende 4 machen, weil es auch wirklich berechtigt ist, noch kleinere Objektive zu haben, weil es einfach so viele verschiedene Anwendungsmöglichkeiten gibt und Interessen. Also das ist völlig okay. Und man muss nicht beides haben unbedingt, was man will. Genau. Genau. Hier vielleicht nochmal eine Frage für Michael. Ich glaube, er hat auch schon geantwortet. Die Antwort auf die Frage, wann ist die Kamera lieferbar? Wir haben genügend. Heute bestellst, bekommst du es noch im März oder spätestens Anfang April. Na, das ist doch mal eine Aussage. Klingt gut. So, also, gut. Jungs, schießt los. Ein paar Minuten haben wir noch für eure Fragen. Ich würde mich freuen, wenn noch ein bisschen was kommt, wo wir noch so ein bisschen drauf eingehen können. Ansonsten von mir eine Frage, was wird dein nächstes Fotoprojekt? Hast du da schon was? Geht's wieder in die Berge hin? Was wirst du als nächstes anschauen? Ja, genau. Also letzten Herbst habe ich neue Orte entdeckt in den Bergen in der Schweiz, wo ich unbedingt, sobald der Schnee ein bisschen weg ist, noch entdecken will, Bilder machen will von der etwas anderen Schweiz. Ich bin nicht so der wenn ich Landschaftsbilder mache, bin ich nicht der mit dem Sonnenstern und Sonnenuntergang und alles. Dann habe ich gerne die raue Natur, die Wildnis und habe ich ein paar schöne Plätze in der Schweiz gefunden, die ich unbedingt mit der neuen Kamera dann fotografieren möchte, ja. Ja, also der native ISO-Wert liegt immer noch bei ISO 200, das stimmt. Ja, genau, genau. So, was haben wir denn noch? Ja, bevor die nächste Frage kommt, möchte ich mich zuerst auch mal bei dir bedanken, Thomas. Du hast immer die ganze Technik am Hut, musst alles vorbereiten. Ich kann dann hier locker flockig einsteigen und einfach erzählen. Herzlichen Dank für deine Vorbereitungszeit immer. Ich weiß, das dauert. Sehr gerne. Und auch ein Riesendank an OM Digital Solutions und an das ganze Team dort, dass ich die Kamera testen durfte. Das war für mich eine Riesenehre, die neue Kamera zu testen. Also herzlichen Dank dafür. Hier ist noch eine Frage. Wie klappt es mit dem Laden des Akkus in der Kamera und gibt es eine Anzeige während des Ladevorgangs? Ja und ja, es klappt sehr, sehr gut. Also es klappt total problemlos. Ja. Und du hast eine kleine rote LED, sobald der Strom angeklemmt ist und die Kamera lädt. Und wie gesagt, ich persönlich, gerade jetzt hier für Video, für Livestreams, finde es total cool, dass du halt auch zum Beispiel die Kamera jetzt mittlerweile endlich laden kannst, während du ein HDMI-Kabel, einen HDMI-Recorder oder sonst irgendwas dran angeschlossen hast. Also auch da, alles läuft gut, alles läuft wirklich wunderbar. So, genau. Was haben wir hier noch? ProCapture mit AFC bei Fremdobjektiv. Okay, da bin ich raus bei der Frage. Ich habe noch nie ein Fremdobjektiv an meiner Kamera gehabt. Da kann ich nichts zu sagen. Kannst du da was dazu sagen? Grundsätzlich habe ich jetzt nicht mit Fremdobjektiven mit der neuen Kamera getestet, weil ich habe keine Fremdobjektive zu Hause. Das ist das einzige Problem. Aber ich denke, ich bin nicht sicher, ob das funktioniert. Also, ja. So, André, Butter bei die Fische. Wirst du sie kaufen? Bereits bestellt. Und zwar zwei Stück. Zwei Stück, definitiv. Als Ergänzung oder wird es eine Kamera ersetzen bei dir? Es ist einfach so, dass wenn ich liebe, wenn ich zwei gleiche Bodies habe. Und ich habe viele Situationen jetzt auch erlebt. Letztens beim letzten Livestream hatten wir das Bild mit den Bergen, mit dem Weitwinkel, mit dem Steinbock. Und hätte ich nicht in dem Moment einen zweiten Body bereit gehabt mit dem Weitwinkel, hätte ich das Bild nicht machen können. Also es ist wirklich in der Natur von Vorteil bei mir, wenn ich zwei Bodies mit unterschiedlichen Brennweiten habe und die genau gleich eingestellt sind, dann bin ich einfach richtig, richtig schnell. Ja. Gibt es eine bestimmte SD-Karte, die du bevorzugst? Kann ich jetzt hier Werbung machen? Oder? Nee, also ich habe einfach eine, die schreibt 300 Megabyte pro Sekunde. Mit der bin ich gut klargekommen bis jetzt. Und ich habe keine, die größer ist als 64 Gigabyte. Ich habe lieber mehrere Karten mit 64 und nicht eine zu große, weil man weiß ja nie, was passieren kann. Also ich mache mal so ein bisschen Werbung. Ich nehme mir das jetzt einfach mal raus. Es gibt ja nicht so viele Kartenhersteller. Ich glaube, da kann sich jeder was denken dazu. Ich habe Karten auch mit 300 Megabyte die Sekunde. Ich finde die Lexa-Karten, die goldenen, gut. Ich finde aber auch die silbernen sehr, sehr gut, weil die sind fast genauso schnell, aber ein gutes Stück günstiger. Und wenn es wirklich robust sein muss, dann gibt es noch so einen Hersteller mit so einem großen S davor, mit den TAF-Karten. Mit denen habe ich auch sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Also ich bin da relativ unempfindlich, was die Marke angeht. Hauptsache, ich habe eine Speicherkarte dabei.
Ja, was ich einfach So. abraten würde, sind Billigprodukte. Also Genau. irgendwelche komischen Hersteller, die man nicht kennt. Also das ist Ja. dann schade. Ich hatte bis jetzt in den letzten 15, ja fast 20 Jahren bis jetzt erst eine einzige SD-Karte, die mir während eines Trips wirklich abgeschmiert ist. Das merkt man relativ schnell, wenn man Serierbilder macht und dann auf einmal nur noch drei Bilder gespeichert werden und der Rest ist dann einfach schwarz. Dann irgendwas stimmt nicht mehr. Dann gleich Karte rausnehmen, weil dann spätestens ein paar Stunden später ist die hin. Genau. Hier nochmal eine Frage. Ist die UM1 besser beim Film als die UMD EM1 Mark II? Ja. Viel, viel besser. Ja. Neue Funktionen, neue Codecs, H265 mit 10 Bit. Du kannst im RAW aufzeichnen, der Autofokus und. Also ja, insgesamt viel, viel besser. EM1 Mark III auch schon besser, aber die OM1, ich muss immer noch aufpassen mit den Buchstaben, die OM1 toppt das schon wirklich deutlich. Und was auch schön ist beim Filmen, man hat neu, wenn man aufnimmt, nicht nur einen roten Punkt, man hat auch gleich einen roten Rahmen komplett und das Genau. Ganze, den ganzen Display, man sieht, dass die Aufnahme jetzt läuft. Genau. Auch die Zebra-Einstellung finde ich wirklich gut. Die macht Sinn, dass die jetzt wirklich dabei ist. Ja. Hast du die Videofunktion, die Live-Funktion, wie ich uns jetzt zuhöre? Ich vermute mal ja. Ich habe, wie gesagt, ich hab ein bisschen Video probiert, aber ich habe es jetzt nicht so aufs Detail und alles getestet. Aber was eben mein Feeling war, die Qualität ist definitiv besser, wie du Thomas vorhin gesagt hast, mit dem Codec, mit der Bit, mit der Auflösung, Farbtiefe. Wir haben jetzt auch die 4K mit 60p, wir haben die Slow-Motion-Videos mit 120, 240. Also das war echt was gegangen im Filmen, definitiv. Definitiv, ja. Jetzt gucke ich mal, was hier noch war. Beide Slots mit RAW. Also ja, du hast in beiden Slots, ich weiß jetzt nicht, worauf die Frage abzielt, aber du hast in beiden Kartenslots mittlerweile die schnellen Karten verbaut. Von daher kann man das problemlos zumindest mal machen. Ja. Mal gucken. So, was haben wir hier noch? Ich bin jetzt gerade am Lesen. Der Bildschirm steht weit weg, deswegen muss ich immer so hier vorgucken. So, sonst kann ich mal Zum eine Frage einen. stellen? Ich würde auch was fragen. Ja, logisch. Also, Mach du mal eine ich Frage. möchte die Zuschauer fragen. Und zwar ist immer so die Diskussion mit, mich interessiert, wie viele von euch verwenden eine Mark III oder eine Mark II oder was auch immer mit Batteriegriff oder wie viele ohne? Also benötigt ihr effektiv den Batteriegriff wegen dem zweiten Akku oder nur wegen dem Hochformat? Oder was ist denn eure Gründe dafür? Weil wir reden ja immer von der X und so, jetzt ist der Body kleiner und beim X ist alles integriert und ja, es gibt manchmal Diskussionen deswegen. Also da ich der Einzige bin, der hier mitreden kann, ohne zu tippen, werfe ich direkt mal meine Antwort ein. Ich bin so jemand, ich schraube immer alles ab, was es an den Kameras gibt. Ich mag die EM5 ohne Griff, ich mag die EM1 ohne Griff, ich mag die EM1X nicht so gerne, weil der Griff dran ist. Bei mir soll es wirklich so klein und so kompakt wie möglich sein. Und ich höre von jedem zweiten Workshop-Teilnehmer, also ich muss ja was in der Hand haben und ich finde gerade das musst du eben nicht bei der OM1. Klar liegt ein Teleobjektiv mit Batteriegriff anders in der Hand, das weiß ich. Das ist von mir vielleicht ein bisschen flapsig dahergesagt, aber ich finde ja gerade das ist der Reiz bei der OMD oder bei der OM1 oder bei den OM-Systemkameras, dass sie so klein und so kompakt sind. Und diesen Vorteil will ich halt nutzen. Ich will nicht auffallen, ich will nicht als Fotograf erkannt werden, sondern ich will klein, leicht und kompakt dabei sein. Aber ich glaube, da bin ich nur einer von wenigen. Ich glaube, viele wollen, glaube ich, einen Batteriegriff haben. Und ich gucke mal, was jetzt hier noch so an Antworten kommt darauf. Hier ist zum Beispiel der Maria. Ich benötige ihn nicht. Ich finde ihn bei der X dennoch auf Hochzeiten ganz praktisch, definitiv. Aber prinzipiell geht Akku wechseln so schnell, dass ich keinen Griff brauche. Auch so, ich Okay. stecke mir lieber zwei Akkus in die Hosentasche und renne los, als irgendwie einen Batteriegriff dran zu machen. Ja, und der neue Akku, der hält ja auch lange. Also der neue Akku, der ist Genau. kein Problem Das ist mehr. natürlich ein Grund. 150, 400 ist mit der X besser ausbalanciert. Das kann ich mir gut vorstellen. Beides 5-Format. Ja, Entschuldigung. Ja, jetzt aus der Praxis für mich, ich hatte immer, das ist vielleicht ein bisschen mein. Ja, wenn ich eine Kamera in der Hand habe und ein Objektiv und ich muss es hinlegen und es muss schnell gehen, dann habe ich mit der Kamera ohne Batteriegriff weniger Mühe, weil ich kann sie einfach hinlegen, passiert nichts. Und wenn ich ein Batteriegriff, dann muss ich immer aufpassen, dass sie nicht noch wegkippt oder
runterrollt, weil eben, wenn es schnell gehen muss, dann muss man einfach weg und die nächste Kamera holen. Ja, Aber aber das du ist siehst hier, mein Ding. es ist echt ausgewogen. Also viele schreiben ohne Griff, viele schreiben mit Griff wegen ausbalanciert Okay, also und dann ist es eine Balance-Balance-Frage. Okay, gut. ja, als Genau. Bergsteiger verzichte ich auf das. Es ist wirklich, es hält sich Genau. die Waage, würde ich sagen. Das Interessante ist, wenn man mit Filmen, also wenn man mit Leuten spricht, die Filme machen, die haben lieber mehr Gewicht. Also die haben lieber viel Body, auch wegen der Balance beim Filmen, dass man noch weniger Erschütterungen hat und so. Und je leichter das eine Kamera ist, umso schwieriger wird es, das Ganze ruhig zu halten. Das ist noch interessant, der Unterschied zwischen Film und wir Ja, als Fotografen. definitiv, ja. Also es ist wirklich ganz, ganz unterschiedlich. Ich klicke die jetzt einfach mal alle schnell Ja, durch. genau. Aber ich würde tendenziell, weil ich jetzt so vom Überfliegen sage, es hält sich die Waage zwischen aus und nein, es soll klein sein. Okay, kann ich verstehen. Okay, alles klar, gut. Also ganz, ganz unterschiedlich. Oh, das weiß ich jetzt nicht. Das hat nichts damit zu tun, glaube ich. So. Ja, okay. Na, also du siehst die Frage, wie bewegt die Leute wieder dazu, fleißig zu interagieren, finde ich sehr, sehr schön. Und es sind wahnsinnig viele Leute dabei, die das 150-400 kaufen haben, merke ich jetzt hier gerade mal. Ist auch ein schönes Objektiv. So, Also. definitiv. Nicht so meine Brennweite, die ich häufig brauche. Deswegen muss ich gestehen, bin ich da noch so ein bisschen geizig dazu, aber eine tolle Linse. Ja, du könntest Was deine hat der Models dann weiter Batteriegriff? wegstellen. Definitiv. Aber da könnte ich zu Hause bleiben, ne? Was hat der Batteriegriff zusätzlich für Vorteile, außer und Hochformatgriff? Du hast halt nochmal alle Funktionstasten, die du so an der Genau. Kamera auch hast. Also alle Tasten sind dann auch im Hochformat dort, wo sie sein sollen. Du musst nicht umgreifen und irgendwie unbequem die Tasten suchen. Ansonsten nur Stabilität, Handling, aber jetzt sonst nicht mehr Sinn. Genau. Bei der EM1 Mark war es so, du konntest das Netzteil nur anschließen, wenn du den Batteriegriff dran hattest. Aber ich glaube, auch das ist mittlerweile, glaube ich, nicht mehr so. So, ansonsten wiederholen sich die Antworten Genau. jetzt. ist auch schön. Alle, die das haben, sind hier, also alle beide. Nee, es gibt schon ein paar mehr als zwei Stück. Also ich kenne auch noch ein paar, die das haben. Ja. Hier ist auch wieder Stromversorgung, USB-C-Stromversorgung ist wirklich grandios und das ist wirklich ein tolles Feature, sowohl schon bei der EM1 Mark III, also nutze ich wirklich sehr, sehr oft, auch unterwegs, Akkus zwischendrin mal laden. Echt Spaß. Und wie gesagt, es dreht sich viel um lange Brennweiten. Genau. Ja, für mich Ne? war die Es gibt Frage vor schon allem mehr wegen als den zwei Knöpfen, Objektive. oder? Also wegen der Bedienung, Ja. dass man halt die Knöpfe noch, das Mikro man nicht so halten muss, sondern dass man sie so halten kann und die Knöpfe trotzdem Ja. noch zur Genau. Hand hat, oder? Genau. Ja. Aber eins vielleicht noch ganz kurz von meiner Seite aus. Ihr seht schon, Fragen ist immer so ein Geben und Nehmen. Es gibt von uns Fragen, es gibt von euch Fragen, was ich wirklich sehr, sehr schön finde. Und da möchte ich jetzt noch mal einmal ganz kurz die Gelegenheit nutzen. Im März, Ende März, der genaue Termin steht noch nicht fest, aber achtet da noch mal bei YouTube, auf der Facebook-Seite, auf der Olympus-Seite drauf. Ende März gibt es wieder mit mir und wir haben uns was ganz Besonderes fürs nächste Mal überlegt. Und auch da wird es sich lohnen, mit reinzuschauen, denn ihr dürft mitmachen. Und da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Wir müssen das Ganze noch ein bisschen ausarbeiten, noch ein bisschen feintunen. Und es würde mich freuen, wenn viele von euch wieder mit dabei sind, egal ob das jetzt die Ambassadoren sind wie André, Paul Kornacker, jetzt habe ich den Namen noch vergessen, Österreich, wie heißt der? Verdammte Axt. Verzeih mir bitte. Wie heißt unser österreichischer Kollege? Meld dich einmal. Sorry, ich habe deinen Namen vergessen, weil du hast mir die Kamera geschickt. von daher, vielen, vielen Dank, dass ihr alle mit dabei seid. Ich freue mich da wirklich sehr, sehr drüber. Danke nochmal für die Möglichkeit, dass wir das machen können. Der Dank geht auch an euch, weil ohne euch macht das Ganze hier keinen Sinn. Genau, der Karl Absolut. Grabherr. Entschuldigung, jetzt habe ich es wieder. Der Karl war das, genau. Deswegen, achtet drauf, Ende März geht es wieder weiter. Ich würde sagen, soweit erstmal, oder magst du noch abschließend was sagen? Ja, also wie du auch gesagt hast,
Von mir an danke an alle Zuschauer, an alle, die dabei sind. Es macht nur Spaß, wenn Leute zuhören, zuschauen und Fragen stellen. Und ja, es hat mich sehr gefreut, wieder dabei zu sein. Bei Nummer 4, vielleicht gibt es bald mal Nummer 5, wer weiß. Dann wäre Wir die arbeiten eine Hand dran. mal voll. Nicht so wie bei Tom Brady, da dauert es noch ein bisschen länger. Aber genau. Nee, vielen Dank und es hat mir wieder riesen Spaß gemacht. Und wenn ihr noch weitere Fragen habt, ihr könnt mich Instagram, YouTube, weiß auch nicht, schreibt mich an, wenn ihr noch was in den Sinn kommt und ich antworte gerne. Genau. Definitiv. Also in diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich mache mal weiter hier mit dem Outro und wir sehen uns hoffentlich im März. Bleibt gesund und munter. Habt viel Spaß beim Probiert die neue Kamera aus. 7. März ist der Tag, den ihr euch merken müsst. Da kommt sie raus. Also schnell, schnell vorbestellen. Test and Wow ist auch möglich. Und im YouTube-Link steht auch, glaube ich, nochmal der Link drin zu den ganzen Sneak-Previews, wo ihr die Kamera mal in die Hand nehmen könnt. Macht das, es lohnt sich wirklich sehr. Danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis bald. Ciao.